So, herzlich willkommen live an Pias Bienenstand. Pia ist da, Gerhard ist da, Laura ist da, ich bin Martin, halte Kamera. Und da wir heute alle mal wieder hier zusammen versammelt haben, geht's direkt los. Ich schalte kurz um. Hallo. Hallihallo, bleib mal hier, Laura, wenn du schon da bist. Jetzt mal die Laura ins Bild halten. Ich freue mich. Wollen wir gucken, was der Chat schreibt, damit die auch mit einbeziehen können. Ne? Sehr schön, wunderbar. Gerhard ist auch da. Mit zwei Krücken. Mit zwei Krücken wieder mal. Was heißt wieder mal? Ich habe ein bisschen was für euch vorbereitet. Wir gucken mal, also ein paar Hinweise rechts und links und auch ein paar E-Mails, die ihr mir geschickt habt. Da ist einiges aufgelaufen. Und dann haben wir natürlich hier Bienenvölker stehen, die wir mal angucken müssen. Es hat gerade geschüttet wie aus Eimern und sonderlich heiß finde ich es auch nicht. Und wenn ihr den Schirm anguckt, dann seht ihr, wie der letzte Einsteigerkurs am letzten Sonntag ausgesehen hat. Das war eine knöcheltiefe Schlammschlacht an einem anderen Standort. Da sind wir am kommenden Donnerstag wieder. Da müsst ihr dann Gummistiefel mitbringen, weil die Schuhe reichen nicht vermutlich. Also recht feucht hier. Ich habe aber ein paar aufmunternde E-Mails gekriegt. Zum Beispiel der Bertram hat geschrieben, ich vermisse aktuelle Streams von Live von Pias Bienenstand so sehr. Ich als alter Jungimker mit 52 Jahren und im vierten Imkerjahr fühle ich mich immer noch so, gehe so gern mit euch gemeinsam durchs Imkerjahr. Das ist ja schön. Ich hoffe, es geht dir und Gerhard und natürlich auch Martin und Laura gut. Hoffentlich seid ihr alle einfach nur zu beschäftigt. Ja, ich bin damit beschäftigt, mir jetzt keine Sorgen mehr um meine Eltern machen zu müssen, aber um meine Schwester, die im Krankenhaus war. Dann habe ich mir fast die Nasenwurzel gebrochen. Sieht man jetzt die schönen Farben gar nicht. Ach du je, Pia, was hast du denn schon wieder angestellt? Das war furchtbar, ey. Dann hat der Hund eine kaputte Pfote und der andere Hund, der andere alte Dackel, hat gleich zwei kaputte Pfoten. Oh je, deswegen steht der Gerhard auf Krücken. Ja, also mal sehen. Er arbeitet wahrscheinlich darauf hin, dass er eine Sänfte von euch zugeschickt kriegt, in der er dann hin und her getragen werden kann. Inklusive so. Vier Personen, die es tragen, hoffe genau, ich, natürlich. Paar starke zwei müssen reichen. Vier mindestens. Obwohl, heute habe ich gehört, dass irgendjemand, der eine Madonna durch eine Stadt trägt, im Durchschnitt 35 Kilo von dieser Madonna trägt, dann würde das klappen mit vier Personen. Ja, das wäre mein Gewicht durch zwei. Drei Personen. 44,5 Kilo. Der Balthasar hat was Nettes geschrieben. Und zwar ist er der festen Überzeugung, dass das auch fruchtet, was wir die letzten zwei Male gemacht haben. Martin, Laura, Gerhard und ich haben da ja euch etwas angestoßen. Und er schreibt hier, ich möchte mich ausdrücklich für eure eindeutige Stellungnahme gegen Rechtsextremismus und für unsere demokratisch-freiheitliche Grundordnung bedanken. Und zwar auch wegen des Arguments, dass nur in einer Demokratie so ein Meinungspluralismus möglich ist, wie wir es hier machen. Wir widersprechen ja eindeutig anderen Leuten, Bienenwissenschaftlern, Imkern etc. Und meinen, das auch gut begründen zu können. Das versuchen wir ja auch. Und sowas ist natürlich nur möglich, wenn wir Pluralismus haben. In diesem Zusammenhang habe ich ein sehr süßes Buch. Ich weiß ja immer gar nicht, wie ich mich bei Martin und Laura bedanken soll. Deswegen habe ich heute Morgen zwei Osterhasen geschossen. Die könnt ihr dann mal mitnehmen. Und vielleicht kennt ihr den. Jacques Tilly ist ein Bastler von Faschingswagenwägen in Düsseldorf. Da sind ein paar Bilder davon drin mit sehr schönen Texten. Nehmt da nachher mit. Oh, danke schön. Vielen Dank. Dankeschön. Lesenswert für alle, die etwas aufgeklärt sind. Dann hat der Peter geschrieben, und zwar, er verfolgt uns schon ein paar Jahre. Ich finde euren Zugang zur Bienenhaltung sehr wertvoll. Vor allem, dass ihr versucht, mit wissenschaftlicher Herangehensweise alles, was wir weitergeben, zu beweisen. Das werden wir heute auch wieder machen. Wir werden euch Zahlen zeigen. Vor allem, dass ihr euch auch immer die neuesten Entwicklungen anseht und ohne Gewinn sagt, ob es passt. Das betont ja der Martin immer, dass wenn wir was empfehlen, dass das uns im Prinzip nichts bringt. Und dann hat er noch einen dritten wichtigen Punkt, finde ich, der Peter, dass wir auch mit jahrelanger Erfahrung immer mal zugeben, dass mal was schief geht.
Es ist ja auch so. Also wenn jemand behauptet, nie geht was schief, ist es ja mysteriös. Und jetzt fragt er nach dem Zugang zu den Anfängervideos. Und das initiiert mich nochmal, das in die Kamera zu halten. Das findet ihr auf www.piaaumeyer.de. Das sind die Theorieteile, links von mir, rechts von der Patricia, die ja zu unseren Einsteigerkursen gehören. Und wenn ihr da seht, der nächste Dienstag ist ab 19 Uhr und dann der Donnerstag mit Martin und vielleicht Laura am Donnerstag ab 17 Uhr wieder an dem Schlammstand vom Bienenstand. Gehört eigentlich nicht zu Live vom Pias Bienenstand, aber wer Lust hat, kann da kostenfrei reinklicken. Wenn ihr live schaut, ist es sowieso kostenfrei. Wenn ihr danach weiter gucken wollt, gibt es ja eine Plattform, die der Martin für mich eingerichtet hat. Und da braucht ihr einen Zugangscode. Und den könnt ihr von mir bekommen, wenn ihr den haben wollt. Aber der Fairness, den Kursbuchern gegenüber, werden wir uns da mal überlegen, ob wir da ein bisschen einen Obolus brauchen. Aber könnt ihr eben auch gucken dann. Heute machen wir keinen Einsteigerkurs. Wir werden die ein oder andere Frage berühren, die ihr mir gestellt habt per E-Mail oder die vielleicht im Chat kommt, die auch was mit Einsteiger zu tun hat. Aber der Einsteigerkurs wäre am nächsten Dienstag und Donnerstag. Da könnt ihr dann nochmal alles von der Pike auf. Dann werde ich nicht müde, immer wieder auf den Infobrief vom Laves Binneninstitut Celle hinzuweisen, der wieder für einen wahnsinnigen Wind gesorgt hat, und zwar bei manchem Berufsimker, der davon lebt, Pollenersatzpräparate zu verkaufen und natürlich sehr böse ist, wenn der Otto Böcking schreibt, was wissenschaftlicher Fakt ist, nämlich, dass das Füttern von Pollenersatz und Nahrungsergänzungsmitteln für Honigbienen absolut unbedacht und bedenklich ist. Bienen brauchen das Ganze nicht, das tut ihnen nicht gut, es tut eurem Geldbeutel nicht gut. Und als wunderschönen Beleg hat er mal ausgerechnet, das findet ihr auf der Dropbox unter Ordner Aktuelles, bei mir Simplify Your Imkerei. Und da habe ich auf das verwiesen, was der Otto mal ausgerechnet hat. Wenn ihr seht, dieses kleine Brutnest hier oben, das außenrum ist noch Futter, das ist ein kleines Brutnest, das sind 52 verdeckelte Brutzellen. Und mit einem Kilo anregenden Futterteig, der angeblich zur Reizfütterung, also zur Förderung der Völker im Frühjahr und Herbst, sinnvoll sein soll, zum Verstärken der Bruttätigkeit bei Trachtlücken und bei schlechtem Polleneintrag, laut Hersteller, da ist so wenig Blütenpollen drin, dass diese Menge ungefähr mit einem Kilo gekauften Pollenersatzpräparat aufziehbar wäre. Aktuell haben eure Völker diese Brutflächen, und zwar nicht nur auf einer Seite. Und allein auf dieser Seite bräuchten wir 36 Kilo Pollenfutterteig, um das hinzukriegen. Also da seht ihr schon, wo die Leute drauf hinwollen, die euch das Zeug empfehlen. Die wollen euch was empfehlen, wo sie Geld verdienen. Fakt ist, dass es den Bienen überhaupt nichts bringt, also lasst das. Otto Böcking schreibt wundervoll, dass ihr lieber ein paar Pflanzen anpflanzen sollt, wo die Bienen, wenn sie jetzt rausfliegen können, Pollen finden. Die können ja innerhalb einer Stunde so viel Pollen sammeln, dass sie wieder eine Woche schlecht Wetter aushalten und derweil in ihrer Bruttätigkeit nicht gehemmt sind. Die Bienen können das schon. Und ihr seht, da hinten blüht die Kirsche. Rechts von meinen Zagenstapeln, genau. Vorsicht, Pfütze. Ja. Hier Kirsche. Die ist jetzt natürlich pitschnass, aber wenn es jetzt dann tatsächlich mal ein bisschen wärmer wird, dann wird die auch honigen. Da sind noch etliche Knospen. Die ersten Rapsfelder gehen auf. Es blüht der Ahorn, dieses Giftgrüne. Die Felsenbirne ist jetzt am Ausklang. Laura und ich haben tatsächlich letzte Tage noch gefragt. Wir haben ja bei uns in der Nähe die Ahornstraße. Ja, und da stehen also ganz viele Ahörner. Genau. Bringt Ahorn Nektar, Pollen, alles? Also oder? Nektar auf jeden Fall. Das merkt man, bei Pollen müsste ich mich jetzt nochmal bei den Palynologen informieren, wie wertvoll das Ganze ist. Aber Nektar kommt tatsächlich da rein. Okay. Also Ahorn. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst gerade dabei. Okay, mach nur. Viel blüht im Moment auf jeden Fall. Viel blüht, genau. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen, sobald schönes Wetter ist,
brauchen die Bienen Platz, um den ganzen Mist unterzubringen. Deswegen gilt jetzt, was wir jetzt gleich an den Völkern hier auch machen, ich muss denen die Honigräume geben. Und da müssen wir aber erst noch ein bisschen was besprechen für die, die vielleicht das erste Mal oder die ersten Male dabei sind und sich jetzt Sorgen machen, dass das zu kühl ist draußen. Ja. Aber erst habe ich noch was anderes. Im Infobrief vom Otto Böcking steht auch, dass man jetzt Varroa zählen und eventuell behandeln soll. Komm, wir gehen mal wieder näher zum Gerhard, ja. Da ist es ein bisschen leiser. Genau, und er schreibt, der Otto Böcking in seinem Infobrief, oh, ich kann mal den Gerhard als Halteeinrichtung missbrauchen, oder? Halteeinrichtung. Nee, nur wo man einen Nektarwert von 4 hat und einen Pollenwert von 2. Dankeschön, super, wunderbar. Also Nektar super und Pollen mittelmäßig, aber okay. Ja. Super, danke. Eine Kontrolle des natürlichen Mimpfalls zur Ermittlung der Schadstellen steht für alle Imker und Imkerinnen im Juli an, schreibt der Otto Böcking. Wenn ihr jetzt natürlich nichts zu tun habt, könnt ihr das machen, aber es bringt nichts. Die Bienenvölker sind jetzt längst in Brut und werden in den kommenden Wochen ihre Bruttätigkeit weiter intensivieren. Damit läuft die Brutentwicklung den Bienen einer potenziellen Varroa-Populationsentwicklung schneller voraus. Das heißt, die Bienenzahl wird jetzt die Varroa-Zahl dermaßen schnell überholen, dass die Milben überhaupt nicht hinterherkommen, irgendwelchen Schaden anzurichten. Das wird erst wieder der Fall, wenn im Juli eure Wirtschaftsvölker mit der Brutkurve stark runtergehen. Und sowas kann man eben nur behaupten, wenn man auch zählt. Die gehen mit der Brutkurve stark runter und dann sammeln sich immer mehr Varroa-Milben in immer weniger Brutzellen. Der relative Varroa-Befall der Brut steigt und dann kommt es zum Problem. Jetzt kann es überhaupt kein Problem geben. Selbst wenn ihr ganz kleine Völker habt, noch mit einer Handvoll Milben, jetzt kann es kein Problem geben. Deswegen konzentriert euch auf wichtige Sachen und nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Also keine Varroa-Behandlung. Wenn euch Völker gestorben sind, habe ich jetzt letzter Hinweis auch kostenlos im Ordner Aktuelles auf piaaumeier.de. Woran könnten sie gestorben sein? Da ist schon ein relativ alter Artikel vom Bienenjournal. Es gibt auch einen aktuellen, wer das Deutsche Bienenjournal abonniert hat. Da steht das nochmal etwas anders drin. Hier sind ein paar Bilder, haben wir beim letzten Mal schon angerissen. Auch wenn es euch nicht so vorkommt, als wäre es Varroa. Wenn ihr Völker habt, die verstorben sind, dann ist es zu 95% eher die Varroa-Milbe. Wir werden uns hier gleich ein paar kleine Völker angucken. Den untersten Zettel wegtun irgendwie. Oh, da ist irgendwas, den untersten Zettel, da ist irgendwas drauf, was ich glaube ich nicht auf Kamera haben möchte. Gut. So. Kann das sein? Das war nur der Gerhard. Ach so. Das war nur sein, ich habe für irgendwas seinen Personalausweis kopieren müssen. Ah, okay. Ich versuche ihn ja gerade rund erneuern zu lassen und jetzt gucken wir mal. Aber jetzt kommt das große Aber. Jetzt habt ihr gerade gehört, Infobriefzelle abonnieren, da steht drin, kein Pollenersatz füttern, weil es nichts bringt und nur den Honig verfälscht. Und zweitens, macht euch jetzt keine Sorgen um Varroa. Aber andererseits, dieses Foto, und ich habe da noch ein besseres, ich blätter mal auf. Ui. Erinnert mich daran, dass ich euch noch was beantworten muss. Einige von euch haben netterweise ihre Daten zum Oxalsäureverdampfen im letzten Herbst und Winter uns zur Verfügung gestellt. Wir sind bei der Auswertung und wir bräuchten noch von euch, von allen, die uns da Daten geschickt haben, über ihre Oxalsäureverdampfung, egal mit welchem Gerät, wir bräuchten noch eine Information, wie die Völker jetzt aussehen. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr sagt, aha, tot oder halbtot oder ihr macht ein paar Bilder von oben, von unten in den Zargen, dass wir ungefähr die Stärke der Völker einschätzen können. Schöner wäre es natürlich, ihr macht das, was wir jetzt gleich auch noch euch zeigen werden nochmal, ihr macht eine kleine Populationsschätzung. Das muss auch nicht, es reicht, wenn ihr so Pi mal Daumen, Bienenzahl, Brutzellzahl mit diesem Achtelrähmchen, Ich habe hier das von der Patty geklaut. Das ist ja die Profi-Variante hier. Mit, das behalte ich jetzt, ja. Das ist sehr, da fehlt nur noch die Notiz, wie viel ein Achtel ist an Brutzellen, Bienen und so weiter. Das wäre natürlich klasse, weil dann können wir sie sehr schön einsortieren, eure Völker. Und in diesem Fall wäre es jetzt für unsere Datenerhebung schon interessant. Deswegen zählt der Gerhard jetzt auch aktuell Milben. Ihr putzt die Windel. Guckt, ob euer Boden sauber ist, dass also der Totenfall, der ist meistens von den Bienen schon weggeräumt im Gitterboden. Dann schiebt ihr die Windel ein für 3 Tage und dann zählt ihr mal die Milben. In der Regel werdet ihr keine finden, aber das wäre ein wertvoller Wert für uns. Nur die Leute, die beim Oxalsäure-Dampfen mitgemacht haben.
Normalerweise braucht man jetzt keine... Normalerweise braucht man es jetzt nicht, genau. Und das hier ist der Clou. Deswegen sind solche Gemeinschaftsprojekte so sinnvoll. Das hat mir geschickt die Wiebke. Die Wiebke hat einen Oxalsäureverdampfer eingesetzt und hat einen niedrigen Boden. Es gibt ja ganz verschiedene Böden. Und hat den wohl von unten nach Vorschrift reingeschoben und danach jetzt zufällig festgestellt, dass die Rämmchenunterträge alle angekokelt sind. Also wahrscheinlich nicht von der ganzen Kiste, sondern eins genau, pro Kiste wahrscheinlich. Zwei, ne? Oder drei oder so, ja. Da wo halt dieser Verdampfer drunter war. Also Flachboden aufpassen. Genau. Das von ist oben natürlich. Oder von oben, aber dafür sind die Geräte, ja gut. Ja. So, jetzt habe ich noch ein bisschen was Lustiges. Ich finde das sehr süß, dass ihr versucht mich... Oh ja, Töre. Gruß aus Afrika. Ich hab ihn ausgeschaltet. Ah, gut, er kann so laut schniefen, wie er möchte. Dann, apropos Varroa, hat mir einer was geschickt. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wollte ich dir nicht vorenthalten, schreibt der Michael. Varroa auf Katzen übertragbar. Ich finde euch süß. Oha. Ist das nicht nett? Und dann ganz herzlichen Dank, deswegen kam mir gerade der Gruß aus Afrika. Der Dieter ist eigentlich aus Solingen, hat aber offensichtlich in Kenia irgendwas gemacht. Vielleicht darf ich das mal hier so in die Kamera halten, in Bildung investieren, Zukunft schenken. Da ist er wohl engagiert. Und da hat er einen Raucher gefunden. Und den werde ich jetzt gleich mal testen im Vergleich mit meinem. Über sowas freue ich mich natürlich besonders. Und das Verblüffende ist, dass die Länder, die etwas pragmatischer mit allem umgehen müssen und nicht so viel Spielkinder unter ihnen im Gerein haben, häufig einfach auch die besseren Lösungen haben. Und dieses Ding hier sieht echt total gut aus. Das hat auch genau den Aufbau innen wie der teure Dadan-Smoker. Also, ich bin gespannt. Den verkauft er hier, oder? Nein, den hat er einzeln gekauft und mir mit hergebracht. Okay. Das sind die Geschenke, die ich brauche. Ja. Sehr schön. Und dann, apropos Geschenke, sehr süß, die Andrea hat auf dem Trödelmarkt was entdeckt und an mich denken müssen. Das ist natürlich toll. Ui. Alte Literatur. Das haben wir ja auch öfter, dass ich entsetzt bin, wie viel die Leute früher oft schon wussten und was jetzt dann wieder als neu verkauft wird oder vergessen worden ist von schlauen Leuten. Also hier die bayerische Biene, ja für mich als Bayern, grandios. Also Sinnspruch. Also sehr schön über sowas, wenn ihr sowas findet, freue ich mich natürlich ganz besonders. Dankeschön, die Andrea. Die Wohnung ist voll damit. Aus Bayern, nicht aus Kenia, sondern aus Bayern, kam diese wunderschöne Packung, die ich gar nicht wegwerfen kann. Und zwar, ich hatte eine Frage beantwortet per E-Mail und jetzt möchte sie sich bedanken. Unser Format ist spitze. Laura, Martin, der Humor auch. Anbei sende ich dir einen kleinen bayerischen Gruß, damit du als gebürtige Bayerin den Rheinländern, Martin und Laura, mal zeigen kannst, wie eine richtige Brotzeit aussieht, wenn auch in einfacher Form. Das hat die Tanja geschrieben. Ah. Da sind vier Stück jetzt hier. Und noch was für euch. Dankeschön, das ist sehr lieb. Schön. Bayern sind die, wo man jetzt nicht mehr ImkerInnen sagen darf, ne? Echt, darf man nicht? Ja, ja. Warum das? Also die Bayern, die gegen Verbote sind, haben jetzt verboten, dass man das Gender-Sternchen benutzen darf. Und dann darf ich jetzt nicht mehr ImkerInnen. Muss man pauschal ImkerInnen sagen, damit der, oder wie? Damit der Söder Söder bleibt und nicht zur Söderin wechselt. Ja, gut. Naja, egal. Naja, habe ich nicht mitgekriegt. Liebe Pia, liebe Laura, lieber Gerhard, lieber Martin. Danke für eure tollen Online-Beiträge und das unermüdliche Engagement, alle Bieneninteressierten immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu halten, was bei all den resistenten Besserwissern nicht immer einfach ist. Ich habe mir Gedanken zur Kippkontrolle gemacht mit aufgesetzten Honigräumen. Er ist also schon seiner Zeit voraus. Der liebe Matthias, mein Lieblingshesse. Gut, ich habe noch einen lieberen Lieblingshessen, aber der Matthias kommt gleich danach. Ich habe mir Gedanken zur Kippkontrolle gemacht. Ich setze ja die Honigräume auf, werden wir jetzt gleich hier auch machen und nehme sie in der Regel nicht runter während der Schwarmkontrolle. Wenn das schön verklebt ist, dann rutscht es nicht.
Er hat aber das ein oder andere Missgeschick damit erlebt, wenn er gekippt hat mit aufgesetztem Honigraum. Und er hat etwas aus Edelstahl, Blech und einem handelsüblichen Ratschengurt gebastelt. Und er würde sich freuen, wenn es für uns eine Erleichterung wäre, und freut sich aufs Feedback. Und dann hat er hier Bilder zugemacht. Willst du mal hier halten? Ich pack's mal aus. Ich habe es noch nicht angeguckt, genau. Oh, guck mal. Ich seh schon. Ostern. Oh, danke schön. Mann, jetzt machen wir aber hier Schleichwerbung heute. Ne? Ja, ja, ich sehe das schon. Das reicht für die nächsten 10 Jahre. Na, das ist ja nicht für dich, das ist ja für uns alle. Also scheinbar hat er Bienen, die einfach wenig Propolis machen. So, guck mal. Oh, den kriege ich schon Beispiel wieder nicht auf, den Ratschengurt. Da muss ich die Patricia fragen, wie man das aufkriegt. Aha, also er hat hier irgendwelche, das testen wir doch mal. Ja, sieht aber sehr hübsch aus, da oben einhaken, festmachen und dann kann es nicht runterrutschen. Ich befürchte, dir ist es zu aufwendig, Pia. Mir ist es zu aufwendig, aber ich bin ja auch stark und so. Aber für hier meinen Opi, guck, da können wir vielleicht das gleich als Hüftgelenke. Die Edelstahl-Hüftgelenke. Das ist immer super, wir probieren es aus. So, jetzt haben wir es gleich, liebe Leute. Dann gehen wir an den Völkern rumspielen, wahrscheinlich, wenn es gleich regnet. Was Nein, ich schon gemacht, es hat aufgehört zu regnen. Was ich schon Sehr gemacht habe, ist natürlich, ich hoffe ihr auch, zur Saalweidenblüte, die hier vor 2-3 Wochen war, habe ich alle Mäusegitter abgerissen und das erste Mal in die Völker geguckt, um sicherzustellen, dass niemand verhungert. Dabei habe ich jemanden gefunden, der wohl verhungert ist oder sonst irgendein Schicksal erlitten jetzt hier Content hat. Notification tote Maus. Gott, die war zwischen 2 Tagen. Also was habe ich auch noch nicht gehabt. Mumifiziert. Ich habe Killerbienen, ey. Boah, Killerbienen. Dazu gab es eine Frage. Jo. Beziehungsweise die Frage war, ob man Waben, die von einer Maus angeknabbert wurden, noch verwenden darf. Sie kann meines Wissens nichts drauf hinterlassen, was jetzt irgendwie giftig wäre. Es ist ja auch nicht im Honigraum, sondern unten. Aber wenn die Wabe ein riesengroßes Loch hat, dann werden die Bienen da jetzt natürlich was bauen. Und vernünftige Wirtschaftsvölker bauen Drohnenbau. Das erhöht die Harmonie im Volk. Ja, das erhöht das Problem mit Varroamilben. Guck mal, wie er renitent aus dem Off hier. Also... Gut, wenn da nur so ein kleiner Kringel ist, dann bin ich meistens zu faul, wenn die Wabe ansonsten okay ist, sie rauszunehmen. Aber da wird Drohnenbrut drin entstehen. Wenn die Wabe jetzt unten am Rand ist, werden sie da keine Drohnenbrut ausbrüten. Aber wenn die gesamte untere Zarge überall lauter Löcher hat, weil die Maus sich da durchgefräst hat, dann würde ich, glaube ich, mir überlegen, ob ich so viel Drohnenbau will. Wir haben einen Fall, Volk 19 am Lehrbienenzentrum, ne? Oh Gott. Da ist, der, da ist das so. Die Gitter nicht dran Da war das so. Da war die Maus drin. Und jetzt ist die Maus raus. Ne? Und ich beobachte, wie das Volk sich entwickelt und wie es baut. Und, wie, ne? Und dann gucken wir mal, wie viel Drohnenbau tatsächlich bei dir da rauskommt. Okay. Simon hat Anfang Februar folgende Bienenzellen in den tote Bienen mit dem Kopf in den Zellen stecken. Er meint es hier. Da sind ein paar tote Bienen in den Zellen, die da leben noch, aber hier sind welche. Und meiner Meinung nach verhungert sind. Kann dies stimmen oder ist es ein Varroa-Problem? Es war kein Futter mehr auf der Wabe. Volk ist aber noch am Leben und wächst munter. Und er hat im anderen Bereich hat er noch Futter. Gerhard, wie heißen die Bienen, die hier so einzeln drin stecken? Sargbienen. Sargbienen, sagt er. Und wieso stecken die da? Nee, weil sie mit dem Leben abschließen wollten. Aha. Kopf suizidal. Kopf in die Zelle und dann. Ja. Sind die verhungert quasi einfach? Weil also ich habe den Eindruck, also ein ganzes Volk, wenn die Wintertraube zusammensitzt, selbst wenn im direkten Bereich der Wintertraube kein Futter ist, aber die Wintertraube groß genug, dann können die nicht verhungern, weil dann gehen die drei Waben weiter, holen das Futter und holen es ran. Dass einzelne Bienen etwas abseits mit den Köpfen in den Zellen trotzdem tot sind, ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir können nur postulieren, dass sie entweder freiwillig weggegangen sind, weil sie sterben wollten und wegen Kälte nicht rausgehen konnten oder so. Oder dass sie weggemobbt wurden. Keine Ahnung. Bienen erkennen ja auch Kranke. Ja. Und die malträtieren sie ja am Flugloch oder sowas. Die würden auch nicht einfach Fremde reinlassen, wenn die kein Essen mitbringen und komisch riechen und so. Also vielleicht erkennen sie auch das mit denen, was nicht stimmt und drängen die ab und dann verhungern die halt irgendwo. Gerhard wollte noch was sagen. Ja, da findet bei den
Bienen, die merken, oh, es geht jetzt zu Ende, ein Wettbewerb statt. Wer hält es länger durch? Okay. Weil es ist tatsächlich so, dass diese Sargbienen gehäuft auftreten, also an einer Fläche. Ja. Und dann kommt es häufig vor, oder ich habe es mehrmals erlebt bei Populationsschätzungen, ne, dass das Volk sich ganz normal entwickelt hat, aber außerhalb dann Sargbienen da waren. Und also dass es quasi an einer Wabe dann zum Beispiel eben diese Häufung gab, wo die und dann wenn, sitzen. Okay. Wenn der Imker das nicht vorher sieht, ne, dann also nicht früh genug sieht, dann werden die Sargbienen irgendwann weggeräumt. Ja. Und zwar bei schönem Wetter. Ja. Also das ist irgendwie ist es ist eine der vielen Dinge, die im Bienenvolk passieren, wo ich dann immer geschlossen habe oder erkannt habe, dass die Bienen es besser können als der Imker. Ja. Mich eingeschlossen. Ja? Gibt es irgendwie da passende Fragen dazu, immer dazwischen? Zu welchem Thema? Okay, dann später. Sargbienen. Nee. Oder wir gucken uns jetzt gleich noch. Genau. Also tote Bienenvölker und so sind gar kein Thema. Sehr schön, wunderbar. Ah, hervorragend. Nee, tatsächlich schreiben mir viele, die sagen, sie hätten vier Völker eingewintert, vier Völker ausgewintert. Gibt aber auch welche, die sagen, sie wissen nicht, was sie verkehrt gemacht haben. Die Hälfte der Völker sind tot. Dazu sind wir ja da, dass wir das besprechen miteinander. Martina hatte das auch geschrieben, dass sie hat 22 Völker eingewintert und kann jetzt dadurch 14 verkaufen. Super. Und in dem Zusammenhang trat jetzt die Frage auf, wie ist das denn mit dem Versteuern bei Hobby-Imkern? Muss man da irgendwas beachten? Bis einschließlich 29 Völker interessiert niemanden, was du an Verdienst oder Verlust mit deinen Völkern hast. Aber wir sind keine Steuerberater, deswegen müsst ihr das jeweils individuell mit eurem Steuerberater zur Not klären. Genau. Und da gibt es zum Beispiel ein neues Sonderheft, was rausgekommen ist vom Deutschen Bienenjournal, glaube ich. Ich habe es selber nicht gelesen, muss ich zugeben, aber es sah mir so aus, als hätte sich da jemand intensiv beschäftigt mit Steuern und solchen Sachen. Also das Sonderheft kostet, glaube ich, 5 Euro, kann man sich mal besorgen. Das ist halt imkerspezifisch. Die meisten Steuerberater sind ja recht überfordert mit so Landwirtschaft und sowas. Aber ich weiß, also bis 29 Völker einschließlich ist es kein Problem. Ja. Das hier ist der Stand hier. Und wir gucken uns erstmal dieses Volk da hinten an. Ja. Ihr seht in blau die Anzahl der Bienen auf der Y-Achse. Das erste Volk ganz links, was da hinten steht, hätte also 7.500 Bienen und fast 20.000 Brutzellen, das Orange. Oha. Das Grüne ist das Futter, fast 20.000 Brutzellen. Das nächste ähnlich stark, dann eins, was ein bisschen schwächer ist, was nur 2000 Bienen hat. Das wären nur 2 Honiggläser voll. Dafür aber unglaublich 10.000 Brutzellen. Also mutet sich recht viel zu. Das Volk da hinten könnt ihr überhaupt nicht erkennen, oder? Ich würde mal sagen, entweder 0 oder es hat so 100 oder sowas. Fast. Das ist dieses Volk. Ich habe es fotografiert. Ja. Dieses Volk. Okay. Das stand ganz rechts, hat verzweifelt versucht, ein bisschen Brut aufgezogen, die ist natürlich erfroren. Ja. Ah, eine das Königin sind, ist da. Genau, hier. Sehr gut. Das sind alle Bienen, das Volk ist alle. Ich glaube, es sind 30. Ja. Futter hatten sie noch in der Nähe. Und dann habe ich natürlich geguckt, ob Madame da ist. Das ist Madame, sieht man an den roten Beinen. Ja. Was hat die hier für ein komisches... Ich glaube, das ist der Rest von meiner Farbe oder sowas. Ah, die sind total nass, die Bienen. Ja. Wenn die kurz vorm Abkratzen sind, bei der Kälte draußen, dann sind die so nass. Hm. Und die sind auch so in Zeitlupe unterwegs. Also wenn ich am nächsten Tag gekommen wäre, wären die tot gewesen. Hm. Garantiert. Jetzt ist die Frage, was macht man mit solchen... Ach nee, erstmal ist die Frage, wie konnte das passieren? Wollte ich nochmal anreißen. Wie konnte das passieren? Da hat mir jemand, sehr süß, der Robert, danke dir, das hier geschickt, Vorbereitungskurse für Interessierte, Hospizarbeit und Sterbebegleitung und dazu dieses Bienenbild. Er konnte mir auch nicht erklären, was das sein soll, aber das würde ja jetzt passen, wenn ihr zu Hause sowas habt. Aber ein guter Imker fragt sich ja, was ist die Ursache dafür, dass die so popelig sind? Und geh ruhig wieder näher zum Gerhard, dann kannst du Sachen ablegen hier. Jetzt ein kurzer Schlenker. Oh. Danke denen, die mir diesen Artikel geschickt haben aus Hessen. Milder Winter tödlich für Bienen. Kirchhain. Viele Bienenvölker in Hessen sind nicht gut durch den Winter gekommen. Nach den letzten Zahlen liegen die Verluste bei über 15%, sagt der Vorsitzende des Landesverbandes Hessischer Imker.
Grund sei wahrscheinlich die Varroa-Milbe, die sich wegen der milden Temperaturen ausgebreitet und die Bienen geschädigt habe. Zudem waren die Bienen aus demselben Grund nicht richtig in die Winterruhe gegangen, sondern hatten weiter gebrütet. Das koste sie Energie und Lebenszeit. Ist es von diesem Jahr oder von vor 30 Jahren? Ja, oder so? Ist von diesem Jahr. Jedes Jahr wiederholt. Eine ständige Wiederholung wird in Lüge nicht zur Wahrheit, aber zur Tatsache. Ich habe dazu geschrieben, Gerhards und meine faktenbasierte Meinung. Die schnelle Antwort Schmarrn, die differenzierte Antwort Schmarrn und die auf wissenschaftlichen Daten basierende Antwort Schmarrn hoch 3. Leute, also wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir können es ja auch belegen, dass wenn was mit dem Bienen Gerhard nicht passt, was sagen, glaube ich. Wenn sie tot oder sehr schwach sind, dann überprüft eure Varroa-Bekämpfung, ob sie verhungert sind, ob sie zu schwach eingewintert sind, die Königin vielleicht kaputt gegangen ist. Es ist nicht der Winter, es ist nicht das Frühjahr. Die Hessen sind nicht alleine, ne, die sowas behaupten, ne? Sondern ich habe vor kurzem, vor ein paar Tagen, eine US-amerikanische Studie gelesen, ne, die in die gleiche Richtung gegangen sind, die Wissenschaftler dort, und dann auch überlegen, wie man dem begegnen kann. Also generell wird das ja auf den Klimawandel geschoben, wie da bei den Hessen das ja auch tun. Und dann haben die ein Projekt laufen, da werden die Völker Anfang Oktober in eine Kühlkammer gestellt. Also die erfahren dann frühzeitig Winter. Und im Winter bleiben sie bis zum 1. April. Und das soll dazu führen, dass die Völker während dieser Kühlkammerphase keine Bienen verlieren. Und viel stärker auswintern, wenn sie dann am 1. April raus ins Gelände gestellt werden, viel stärker auswintern als diejenigen, die den Winter draußen im Gelände verbracht haben. Da sind Grafiken dabei, also sie sind beeindruckend. Ja, aber falsch. Als hätten sie es gemessen. Nee. Was man alles errechnen kann durch Nachdenken mit Zahlen, die im Kopf durch Nachdenken zustande kommen. Und das ist in der Wissenschaft, nicht nur in der US-amerikanischen Wissenschaft, sondern auch in anderen Ländern in der Wissenschaft sehr weit verbreitet. Das passt zu diesem Artikel. Jemand, der sich eines fremden Professorennamens bedienen muss, um seine persönlichen Äußerungen in den Vordergrund zu bringen, behauptet, dass aufgrund dieser neuen Veröffentlichung es jetzt sinnvoll wäre, die Völker warm einzupacken im Frühjahr. Thermosheet, Boden schließen, eng halten etc. Was in dieser Studie steht, ist nichts anderes, als dass jemand eine Theorie erarbeitet hat, errechnet hat, die sagt, dass die Wintertraube es besser thermoregulatorisch hinkriegen würde, wenn sie isoliert wäre, in einer isolierten Kiste. Das ist Theorie. Es gibt x Varroa-Theorien, die versucht haben, vorauszuberechnen im Frühjahr und aus der Brut und dem Witterungsverlauf, wie am Ende des Jahres der Varroa-Befall von Bienenvölkern ist. Wenn ihr selber auch nur 5 Bienenvölker habt, wisst ihr, dass man es nicht vorausberechnen kann. Es gibt zwar Regeln, zum Beispiel, wer mehr brütet, hat am Ende auch mehr Varroa-Milben. Wer viel Drohnenbrut aufzieht, hat am Ende mehr Varroa-Milben. Wer zwischendrin mal waisenlos war und eine brutfreie Phase hatte, hat am Ende weniger Varroa-Milben. Es gibt schon Regeln, aber sämtliche Konzepte, die im Journal of Statistical Science veröffentlicht sind, taugen nichts. Noch nicht mal das Papier, was drauf ist. Und das hier, Entschuldigung, ist ein schönes Gedankenspiel, was überhaupt keinen Zusammenhang zur Realität bei Bienenvölkern hat. Wie testet man es? Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Man schafft sich einen großen Völkerbestand an, teilt Gruppe A und Gruppe B mit schwachen, mittleren, starken Völkern, setzt Gruppe A in eine thermoisolierte Kiste und Gruppe B in kalte Kisten. Und dann beobachtet man über 3 Jahre hinweg, ob sich A oder B besser entwickeln. Und was kommt raus? Kein Unterschied. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen. Ist das jetzt das Ding mit der Kühlkammer oder nein, das war noch was anderes? Das war noch was anderes. Das ist das Gegenteil von der Kühlkammer. Ah, okay. Und das ist quasi die Wärmekammer. Und jetzt bei diesem Ding hat sich tatsächlich jemand nur theoretisch damit auseinandergesetzt. Mathematik, okay. Irgendwas rausgerechnet, was nichts mit der Natur zu tun hat. Bienenvölker. Das ist ja ein häufiges Problem, was ihr auch schon häufiger angeprangert habt, das, oder angesprochen es habt, fehlt sagen der wir Bezug angesprochen. Zur Praxis.
dass viele gerade im Bereich Bienenforschung nur rechnen, im Labor würfeln. Bis... Genau. Tatsächlich ist es manchmal auch sinnvoll, ich habe es ja selber gemacht, haben wir schon besprochen, wenn ich zum Beispiel rausfinden möchte, wie die Varroa-Milbe sich chemisch orientiert im Bienenvolk, ist es schwierig im Bienenvolk. Ich kann mich nicht dazu setzen da drin zwischen den Gassen. Also bricht man das Ganze runter, nimmt ein kleines Volk im Labor oder auch nur Bienen und Larven im Labor, jeweils 5 Stück und eine Milbe dazu. Das hat aber, das kann Erkenntnisse bringen, aber diese Erkenntnisse haben ja leider auf der Suche nach einer Varroa-Falle mit Chemie, also Lockstoff, dazu geführt, dass wir gesehen haben, ich kann im Labor problemlos Varroa-Milben anlocken mit chemischen Substanzen, Düften, die ich von Larven extrahiert habe. Aber draußen im Volk funktioniert es nicht. Man muss immer, wenn man etwas behauptet, zum Schluss den aufwendigen Test im Volk machen. Und das hat ja, naja. Und das heißt jetzt zum Beispiel bei dieser Untersuchung oder bei dieser Errechnung mit der irgendwie isolierten Wärmegeschichte oder sowas, da fehlt jetzt sozusagen dieser komplette Praxisteil. Ja, also, das ist einfach nur was praktisch errechnet. Ja, das ist so ungefähr, wenn ich eine Wollhose anhabe, ist mein Hintern weniger kalt, als wenn der ohne Wollhose draußen hängt. Ja, das kann ich so auch sagen, dass die Bienen natürlich am Rand kälter sind, aber es hat nichts damit zu tun, wie die Bienenvölker tatsächlich überwintern, ob sie es tangiert oder nicht. Ja, und da ist dann, glaube ich, das Problem, wenn jetzt natürlich so eine Veröffentlichung in irgendwie einem, wie auch immer gearteten Fachjournal passiert, dann muss man trotzdem alle seinen kompletten Verstand einschalten und sehr genau gucken, was haben die denn da jetzt gemacht. Und was da wieder falsch gelaufen ist, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, auch Wissenschaftler sind nur Menschen. Ja. Wenn das in einem Peer-Reviewed-Journal, also in einem von anderen Wissenschaftlern redigierten Journal veröffentlicht ist, dann haben erstens die Autoren versagt, weil sie sich weit über das hinausgelehnt haben, was sie da sagen können. Sie haben geschlussfolgert, es würde den Völkern draußen schaden, wenn sie nicht warm eingepackt sind. Das hat überhaupt nichts mit ihrer Untersuchung zu tun gehabt. Und zweitens haben versagt die Reviewer, die denen das hätten sagen müssen, diese Schlussfolgerung ist nicht zulässig. Veröffentliche deine Daten und sag, okay, im Labor so und so, hat aber nichts mit der Realität zu tun erstmal. Und ja, das verunsichert dann natürlich. Genau, genau. Ja. Zum anderen, wenn jetzt der Peer-Review-Prozess an sich ist ja jetzt nicht grundsätzlich was Schlechtes. Der ist ja, also... Der soll dazu beitragen, dass nur gute Sachen veröffentlicht werden, aber da auch Wissenschaftler nur Menschen sind. Genau, genau. Und vielleicht hat ja hier... Gerhard, ganz kurz, halt den Gedanken kurz fest. Wenn jetzt hier tatsächlich nur eine Theorie errechnet wurde, dann kann ja trotzdem in diesem Peer-Review-Prozess rausgekommen sein, dass jemand quasi innerhalb dieser geschlossenen Theorie nachgerechnet hat, ob der richtig gerechnet hat und dann gesagt hat, hat er richtig gerechnet. Ja, genau. Ist zwar nicht auf die Praxis anwendbar, aber darum geht es ja auch nicht. Die Rechnung war okay, ja. Das ist eben auch Peer Review, wenn jemand reingeguckt hat und gesagt hat, ja gut, die Rechnung stimmt erstmal. Gut, aber von einem Reviewer verlange ich auch noch, dass er die Schlussfolgerung auch überprüft. Da sind wir dann wieder bei. Ja. Es gibt ja im Moment zum Beispiel auch mit der Ankunft hier von ChatGPT und künstlicher Intelligenz und sowas alles, sind ja viele Paper eingereicht worden, die einfach nur aus so einer künstlichen Intelligenz rausgepurzelt sind. Und ich muss nicht mehr selber schreiben. Ich drücke auf den Knopf und plopp. Ja. Naja, aber okay, so Gerhard, du wolltest noch was sagen. Jetzt habe ich dich hier zurückgehalten. Kommt dann noch hinzu, das ist vielfältig, das ist die ganze Geschichte. Da kommt dann auch hinzu, dass Reviewer, nicht jeder wird Reviewer, sondern die werden irgendwann mal ausgesucht, wenn sie durch irgendwas aufgefallen sind. Gutes Menschelt, will er sagen. Und wenn die sich kennen, dann die sich irgendwas für gut befunden haben, was sich dann später als falsch herausstellt, dann werden Artikel, die das Gegenteil behaupten, nicht unbedingt veröffentlicht. Ja, da weil der Reviewer. Oh, ich glaube, ich merke schon, wir müssen. Wir müssen mal wieder ins Büro. Ich habe viele Beispiele erlebt. Wir halten fest. Eure Völker profitieren nicht davon, dass ihr meint, wenn ihr vorher was verkehrt gemacht habt mit Varroa und jetzt sind es kleine arme Würstchen, die sich den Arsch abfrieren, wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, mein armes Winzvolk hier, 30 Bienen und eine Königin, die profitieren in keiner Weise von irgendeiner speziellen Pollenfütterung oder von einem Einpacken. Da könnt ihr nichts mit retten. Genau, wir waren ja gerade noch bei der Ursache. Wie ist es denn dazu Ursache. Gekommen? Ich muss erst noch vorlesen vom Thomas. In der letzten Live-Sendung hast du gesagt, die Bienen wärmen nicht die Kiste. Man sollte langsam mal ein Lied schreiben.
Das habe ich mal gemacht als Melodie. Ist ihm nur die Nationalhymne eingefallen. Vielleicht hat man eine andere Idee. Bienen wärmen nicht die Kiste, spricht die Pia wahres Wort. Schickt Varose in die Wüste, dann gibt's keinen Bienenmord. Kalte Füße und kalte Köpfe, Gerhard sagt's dem ganzen Land. Füllt des Imkers Honigtöpfe konsequent durch Imkerhand. Ich hoffe, es bringt einiges auf den Punkt und ihr habt jetzt ein kleines Lächeln im Gesicht. Oha. Ja, Thomas. Oh, schön. So, warum glaube ich, dass unsere Bienen mit Klimaerwärmung überhaupt kein Problem haben, was da jetzt wieder in Hessen heraufpostuliert wird? Ich habe in 37 Jahren Imkerei mit etwa 15.000 selber aufgezogenen und durch den Winter gebrachten Bienenvölkern in diesen 27 Jahren noch nie so wenig Verluste im Winter gehabt. Ich habe genau 3 Völker verloren im Winter von den 183, die ich eingewintert habe. Gerhard hat auch noch welche. Und ich habe genau 3 Waisellose im Frühjahr gefunden. Das sind auch nur 1,6%. Ich habe noch nie so wenig Verluste, noch nie so wenig mit Drohnenbrut oder sonst irgendwas gehabt. Und noch nie so früh so viel Brut. Das ist Mitte März. Solche Brutnester, Mitte März, ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals war, denen geht es saugut, den Mädels. Und das Ganze jetzt mit Zahlen unterlegt. Guck mal her. Mhm. 12 Bienenstände, 180 Völker. Mhm. Eine Populationsschätzung im Frühjahr braucht eine Viertelstunde mal 180 Völker. Gerhard rechnet jetzt mal, was hier allein an Arbeitszeit drin steckt. Und deswegen rege ich mich furchtbar auf, wenn jemand einfach am Tisch was würfelt und rausspotzt. Und dann meint, das stimmt, der war nicht draußen bei Schnee und Eis und Regen und Matsch und hat bonitiert. 45 Stunden. Oh, hervorragend. Nein, es sind 60 Stunden. Du musst ja von Volk zu Volk, brauchst ja ein bisschen Zeit. Okay. Ja. Und zu Hause noch abtippen und so. Die sind jetzt sortiert. Das sind 12 Bienenstände. Ich habe die hier sortiert, damit man das schöner sehen kann. Und zwar nach der Anzahl der Bienen. Ihr seht, meine stärksten Bienenvölker hatten Anfang Mitte März bereits über 15.000 Bienen. Das ist unfassbar. Normal wäre 5.000, 6.000, 7.000 da unten. Das wäre normal. Ich habe hier vorne dieser ganze Bereich, ein Drittel meiner Bienenvölker ist außergewöhnlich stark aus dem Winter gekommen. Hm. Und 2/3 der Bienenvölker sind in bestem Zustand. Wenn ihr euch die Brutzellzahl anseht, das Orange ist die Brutzellzahl, das kann man jetzt, damit man das sieht, was ich euch sagen will, etwas anders aufziehen. Und zwar so, das sind die 12 Bienenstände, die ich geschätzt habe, meine, um die ich mich kümmere. Und da ist jeweils aufgelistet die Anzahl der Bienen Anfang März. Ja. Da gibt es halt welche mit nur 2.000 Bienen und da gibt es welche mit 17.000 Bienen, die Verrückten. Und auf der Y-Achse ist jetzt eine Umrechnung dargestellt, und zwar die Relation von Brutzellen zu Biene. Ich habe also die Anzahl der Brutzellen durch die Anzahl der Bienen geteilt. Das heißt, diese Völker hier muten sich, die alle hier liegen, muten sich 2 Brutzellen pro Biene zu. Das heißt aber, es ist ja nicht jede Biene im Volk mit Brutpflege beschäftigt. Es ist vielleicht jede zweite Biene mit Brutpflege beschäftigt. Das heißt, das mutet sich eine Biene 4 Brutzellen zu. Ja. Die da oben, da mutet sich eine Biene 4, also wenn nur jede zweite Biene sich kümmert, mutet sich 8 Brutzellen zu. Und jetzt fällt euch was auf. Wenn ich das mal jetzt alles in einen Topf werfe, fällt euch Folgendes auf. Und das ist grandios. Unsere Bienen sind so toll. Das sind genau die gleichen Punkte, jetzt alle in eine Wolke geworfen. Und dann könnt ihr eine Korrelationsanalyse berechnen lassen. Das ist das Bestimmtheitsmaß, was euch sagt, ob das, was diese Linie darstellt, einen signifikanten Zusammenhang darstellt. Das ist ein schwach signifikanter Zusammenhang. Die schwächeren Völker muten sich mehr Brut zu als die stärkeren Völker. Obwohl die ja in gleich großen Kisten sitzen, deswegen ist es ihnen scheißegal, wie groß die Kiste ist. Sie wärmen nicht die Kiste, sehr schönes Lied, sondern sie machen das, was sie gelernt haben über Jahrmillionen. Die scheinen zu ahnen, dass sie sich besonders bemühen müssen, um zur Tracht stark zu werden und muten sich mehr Brutzellen zu als die stärkeren Völker. Die holen auf, die geben Gas. Habt Vertrauen in die Mädels, die kriegen es ganz alleine hin, ohne dass ihr irgendeinen Scheiß macht. Platz geben. Guck mal, die schöne Grafik. Ja, ja. Oder? Die kenne ich. Ist die nicht schön? Die treten jedes Jahr auf. Die Schwächeren brüten stärker.
weil sie am Stand satt haben, immer von den Stärkeren. Au je. Darauf hingewiesen zu werden, dass sie popelig sind. Dass sie schwach sind. So, jetzt. Den werden wir es aber zeigen. Was tun wir? Ich hoffe, es ist alles gut bei euch und ihr seid gesund, fragt der... Oh, Joscha? Mario. Oh, Mario. Der Mario fragt... Darf ich noch eins sagen? Kurz. Also ich habe es das über 30 Jahre lang untersucht an vielen Ständen. Wenn du die Auswinderung feststellst, hast du einen Primus, der stärkste Volk. Mhm. Und dann kannst du ja, wenn du alle 3 Wochen Populationsschätzungen machst, bis die Völker am stärksten sind, im Juni, Juli, schauen, wie der Primus seinen Platz, ob der Primus seinen Platz hält. Ja. Es ist eigentlich nie vorgekommen, dass der Primus bei der Auswinderung der Primus im Sommer war. Okay. Und dann kann man natürlich auch umgekehrt machen, dass man wartet, bis Sommer ist, ja, guckt den Primus und auf welchem Platz war er bei der Auswinderung. Also das ist... Deswegen diese ganzen statistischen Berechnungen, die funktionieren bei Bienenvölkern nicht. Das kann so oder so. Deswegen auch die ganze Digitalisierung der Bienenwissenschaft, das ist alles Quatsch. Der Mario aus Brandenburg. Der Mario aus Brandenburg. Ich habe alle meine Völker 6 an der Zahl gut überwintert. Das erste Mal 2-tagig. Wir hatten euch ja gesagt, es wurscht auf 1 oder 2 Tagen. Die Völker entwickeln sich super, überall Brut und ausreichend Futter. Die Völker sitzen alle in der oberen Zage. Was muss ich jetzt mit der unteren tun? Die alten Rahmen gegen neue tauschen und oben drauf stellen? Ich weiß nicht mehr so richtig weiter. Und dann habe ich ihm geantwortet, prinzipiell die Wabenhygiene macht man im Herbst, weil dann ist es schonender für die Bienen und für den Imker. Jetzt sind lauter alte Winterbienen, na, die sind schon fast ausgetauscht, aber auf jeden Fall sind sie not so amused im Frühjahr. Ich habe ihm geraten, sich nicht aufzuregen. Die meisten meiner Völker sitzen auch im oberen Brutraum. Die hier sitzen im oberen Brutraum, die haben sich durch das Winterfutter nach oben gefressen und enden Ende des Winters jetzt unter der Folie. Und das ist super gut gemacht, Völker von Mario, weil wenn wir jetzt einen Honigraum aufsetzen, sie haben die Brut im oberen Brutraum. Im unteren Brutraum ist jetzt nicht viel los, klar. Aber wenn sie jetzt Tracht eintragen, tragen sie die Tracht nach oben, immer über die Brut, also in den Honigraum. Wenn man jetzt die untere Zage wegnehmen würde, weil sie leer ist, und oben auf diesen Brutbereich eine neue Zage und den Honigraum, dann würden sie ja den Honig in den neuen oberen Brutraum tragen. Also das ist gut, wenn die Völker oben sitzen. Das bedeutet auch, die Frage von Mario führt mich dahin, dass die einzagigen Völker, die jetzt hier stehen und die jetzt gleich den nächsten Raum drauf kriegen, die kriegen jetzt unten drunter den zweiten Brutraum, damit ihr eigentlicher Sitz jetzt oben ist, weil die Kirsche schon blüht. Wir haben jetzt keine Zeit mehr, den zweiten Brutraum aufzusetzen, bis die da oben gebrütet sind. Das ist alles voller Honig da oben. Wir erweitern alles, was jetzt noch einzagig ist, nach unten mit der zweiten Zage. Mittelwände, ausgebaute Waben, machen wir gleich. Und gleichzeitig nach oben mit dem Honigraum. Ob und wann die da reingehen, entscheidet sowieso die Biene selber und die Witterung und wie der Honigeintrag ist und so weiter. Also wenn sie jetzt 2-tagig sind, lassen wie es ist, Honigraum drauf. Die Frage war noch, oder es gab mehrere Fragen dazu, ob man denn Zuckerwasserwaben noch rausnehmen sollte, die vom Winter noch drin sind. Genau. Wir haben ein Problem, dass die Bienen, wenn sie stark wachsen, werden sie das, was ihnen im Weg ist im Brutraum, rausräumen und an Stellen packen, wo noch Platz ist. Das heißt, es kann passieren, dass wenn im oberen Brutraum viel Futter ist, dass sie das austopfen und nach oben in den Honigraum tragen und da kommt es zur Honigverfälschung. Deswegen ist es zielführend jetzt zu gucken, was man an Futter rausnehmen kann. Ich würde trotzdem immer 3-4 Kilo drin lassen. Die sind meistens über dem Brutnest. Wenn da nichts, dann könnt ihr es sowieso nicht rausnehmen. Da bleibt es eh drin, wenn da Brut drauf ist. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt am Rand bei einem schwächeren Volk im oberen Brutraum seht, rechts und links sind jeweils noch 3-4 volle Futterwaben. Da muss auf jeden Fall was raus, weil sonst würden sie das Futter austopfen und in den Honigraum packen. Aber 3-4 Kilo Futter können drin bleiben. Wenn es nochmal kalt wird, ist okay. Und wenn jetzt ein Volk nur so 2 Kilo hat, würdest du dann da würde noch ich handeln? Mich nicht sorgen, weil es morgen warm werden soll und es blüht alles. Also würde ich mich nicht sorgen. Ja, wenn so. Aber der Wetterbericht wieder komplett versagt und wir noch 2 Wochen Pisswetter haben,
dann würde ich mich sorgen. Dann würde ich nochmal eine Futterwaage bringen. Ja, das kommt dann sicherlich auch darauf an, wo denn der Thomas, der die Frage gestellt hatte, imkert. Also wenn der. Genau, aber hier, selbst der Michael von der Schwäbischen Alb hat geschrieben am 25.03. das dritte Bienenjahr, das zweite mit Wirtschaftsvölker. Die Kirschbäume sind kurz vorm Aufgehen und wenn jetzt osternwarme Tage kommen, dann denkt er, er braucht den Honigraum. Also selbst auf der Schwäbischen Alb, 300 Meter, 400 Meter, 800 Meter, 800 Meter, je nachdem wo, blüht jetzt die Kirsche. Also würde ich sagen, keine Sorgen machen. Es ist auch immer, wenn man mehr als ein Volk hat, ne, vergleicht man den Vorrat bei allen Völkern. Und wenn man jetzt ein Volk hat, das relativ wenig Futter hat, dann ist es vielleicht möglich, aus einem Volk, das relativ viel Futter hat, eine halb gefüllte Wabe, Randwabe oder auch zwei, rauszunehmen, um diese Sorge erstmal für die nächste Woche los zu sein. Aber das geht vor Ort. Also man muss sich halt bei der Auswinterung, ne, Ende März, wenn quasi bei so einer Wetterlage, wie es zur Zeit ist, etwas intensiver, öfters nach den Bienen gucken, etwas intensiver kümmern. Der Stefan wohnt aber in Heidelberg. Aber bei Anfängern, die nur ein paar Völker haben, das macht man einfach nur so, statt Fernsehgucke. Der Stefan wohnt in Heidelberg und möchte als fauler Imker, der hier lernt zu sein, im Sommer in den Schwarzwald wandern und so wenig Arbeit wie möglich damit haben. Und er ist ein Freund pragmatischer Lösung und möchte jetzt auf die Völker, die er dort in die erwartbar gute Tracht stellt, gleich zwei leere ausgebaute Honigräume aufsetzen. Somit könnte ich mir eine zusätzliche Kontrollfahrt sparen. Er hat gefragt, ob das geht. Geht, tut alles. Wo ist das Lied? Bienen wärmen nicht die Kiste. Es ist Schnurz, wie viele Kisten man übereinander setzt, habe ich ihm auch geschrieben. Das Einzige, was dann passiert, wenn man erweitert, gleich mit zwei Honigräumen, ist, dass die Bienen wahrscheinlich nicht erst den unteren Honigraum komplett voll machen, sodass man den als Ganzes ernten könnte und dann mit dem zweiten anfangen. Das würden sie ja machen, wenn ich erst den einen abwarte und dann den zweiten biete. Wenn ich gleich zwei biete, würde ich vermuten, ich habe es aber auch noch nie probiert, ich habe ihm reingeschrieben, ich vermute, dass sie eher mittig im unteren und mittig im oberen Honigraum füllen und dann erst mit den Randwaben beginnen, sowohl im unteren als auch im oberen Honigraum. Und dann müsste er, wenn er hinfährt zum Ernten, müsste sich die Waben raussuchen aus beiden Räumen, die sich lohnen zu schleudern. Aber Schaden tut es dem Bienen garantiert überhaupt nicht. Und besser ist zweimal hinfahren. Ach, lass doch, er ist doch auf dem Weg, fauler Imker, ist doch gut. Man muss ja auch ab und zu mal gucken. Man muss ja auch gerade, wenn der Wald honigt, sollte man ab und zu mal gucken, wie gut er honigt. Mhm. Meistens steht man immer am falschen Ort, wenn man das nicht gründlich genug vorbereitet hat. Okay. Pia, jetzt waren wir immer noch nicht bei der Ursache für das 30 Bienenvolk. Oder? Haben wir das nicht geklärt, wer schuld ist? Weiß ich nicht. Wolltest du noch irgendwelche Barohrzahlen? Nicht das Klima. Oder? Und wir können es auch überhaupt nicht mit irgendwas retten wie Einpacken oder Pollenersatzfütterung, sondern es ist ganz typisch, ich habe da rumgebaselt mit Varroa. Ah, ich dachte, du hast jetzt vielleicht noch den Zettel, wo du aufgeschrieben hast, hier, die Auflösung keine mit Ahnung. Dem Dampfen. Ich habe hier Dampfversuche gemacht und ich weiß, die kleinen Völker, die hier rechts stehen, da habe ich diesen Teelöffel mit Kerze unten drunter gehabt und die Kerzen sind ausgegangen. Dafür kann ja jetzt der Teelöffel nichts, aber ich war zu faul, es dann nochmal anzuzünden. Da habe ich gedacht, und jetzt habe ich den Salat, jetzt sind sie halt ziemlich zusammengeschrumpft. So, und was hast du jetzt mit denen gemacht? Das erzählen wir gleich, wenn wir diese Frage noch beantwortet haben. Dann gucken wir uns das an. Hast du noch eine Frage? Der Mr. Hamsterbacke hat zur Saalweide sein Volk nach oben erweitert. Die sind aber jetzt noch nicht hochgegangen in den oberen Brutraum. Kann er jetzt die Bruträume tauschen? Ja, würde ich machen. Also wenn er oben den Brutraum hat und sie sind überhaupt nicht reingegangen. Stärkere Völker wären schon reingegangen. Ich habe die auch erweitert Anfang März und die sind mittig auf den 3-4 Waben oben. Rechts und links nicht, aber sind hoch. Wenn es ein bisschen schwächeres Volk ist, dann ist es ja nur vernünftig, dass es nicht hochgeht in den neuen Raum, sondern erstmal unten rum macht. Dann würde ich jetzt, weil jetzt die Tracht loslegt und auch schönes Wetter kommt, würde ich die beiden Räume tauschen, sodass der leere Raum nach unten kommt. Wenn man es lässt, wie es ist, werden sie natürlich sich auch entwickeln, werden aber die Tracht alles in den oberen Brutraum schleppen.
Und das hat dann Folgeprobleme, verhonigter Brutraum, frühzeitige Schwarmlust. Also guck mittig auf den oberen Waben, oben im zweiten Brutraum mittig, ob da Stifte oder Larven drauf sind. Dann würde ich die zum unteren noch dazu sortieren und tauschen. Wenn gar nichts drin ist, dann sofort tauschen, alles gut. Und dann wäre es quasi dieses nach unten und oben nach gleichzeitig erweitern. Genau, was wir gleich machen. Ja. Okay. Ja, wobei man bei den ganzen Sachen, die jetzt im Frühjahr anfallen, immer tatsächlich auch beobachten sollte, wie die Tracht verläuft. Ja, wenn es nämlich dieses Wetter so bleibt die nächsten 14 Tage, dass es jeden Tag regnet, jetzt soll's doch dann heiß kann diese Blüte, da kann diese Blütentracht 21 Grad. Lang nicht so gut genutzt werden wie bei schönem Wetter. Ja. Und wenn sie nicht genutzt wird, kommt nichts rein. Brutnest wächst trotzdem, wenn die Völker genug Pollen haben, ne? Also auf Vorrat. Sie sind ja in der Lage, auf Vorrat zu sammeln. Ja. Wobei der Pollen, der gesammelte Pollen, ja, gerade bei großen Brutnestern nur eine Verweildauer hat, der eingelagerte Pollen, das Bienenbrot, eine Verweildauer hat von einer Woche. Ja. Also das, was jetzt im Volk drin ist, 7 Tage hält es. Wenn 7 Tage kein Polleneintrag stattfindet, dann ist Schluss mit Larvenfütterung. Die Königin legt zwar Eier, aber die Larven, wenn sie dann nach Hunger schreien, werden von den armen Bienen aufgefressen. Hm. Gerhard, du spielst darauf an, dass man je nach Trachtverlauf jetzt auch nach oben den Brutraum erweitern könnte und die Gefahr des Verhonigens nur in dem Moment besteht, wenn Richtig. Es auch eine gute Trachtsituation gibt. Ja. Kommt aber ja jetzt. Ja. Naja. Das ist ja jetzt das Ding, ne? Also Prognosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, erst recht. Deswegen. Also ich würde jetzt nach unten erweitern, erstmal auf Nummer sicher. Es schadet Ihnen ja auch nicht, wenn es jetzt 2 weitere Wochen schlechtes Wetter ist. Ob es jetzt nach unten erweitert wird oder nach oben ist im Prinzip. Also mit nach unten kann man weniger verkehrt machen, wenn man das Wetter nicht hundertprozentig kennt, als nach oben. So, der Sebastian aus Oberösterreich, so lange nachdenkt, hake ich rein. Ja. Der Sebastian aus Oberösterreich hat alles richtig gemacht, ist mit seinen Völkern durch den Winter und er ist jetzt ganz pingelig mit sich selber. Er ist mit 2 Königinnen aus 2021 jetzt ins Jahr gegangen und hat gehört, dass ich meine Königin nach einer Wirtschaftsfolgsaison abmurkse und ersetze durch eine jüngere. Und hat jetzt, jetzt schwant ihm, dass er ein Problem mit den Königinnen kriegt, insbesondere, dass er im letzten Herbst beobachtet hat, dass das eine Volk versucht hat, umzuweiseln. Und immer kurz bevor die Zelle geschlüpft wäre, hätte wohl die Königin sie wieder platt gemacht oder sowas. Okay. Er hat jetzt mir geschrieben, dass gerade die Völker mit den 2 alten Königinnen, die er mit Argusaugen beobachtet, weil er ihnen nicht traut, unglaublich viel Brut haben, die größten Brutnester und aber auch ordentlich, 1 Stift pro Zelle, nicht drohnenbrütig. Also die Königinnen sind noch da, hat er alles beobachtet. Jetzt fragt er, ob er die Königin in Anbetracht des Alters alsbald ersetzen soll oder einfach weiterlaufen lassen. Er hat keine extra Königinnen übrig. Und er hat auch gehört, dass es während der Tracht schwierig wäre, Königinnen auszutauschen. Haben wir schon besprochen. Und dann hatte ich ihm geschrieben, wenn ihr sowas habt, alte Mädels, wenn er ja beobachtet, ist es alles okay mit denen. Es stimmt nicht, was in den Büchern manchmal steht, dass die alten Königinnen eher in Schwarmlust geraten, die Völker. Habe ich nicht gemerkt bisher. Ja, geh mal 2 Schritte zurück. Dann, deswegen, danke. Das hier ist alles so gelb. Ja. Deswegen, wenn sie gut laufen, lasse laufen. Aber er hat auch geschrieben, er wird sich jetzt um die Völkervermehrung kümmern. Und da weise ich nochmal darauf hin, es gibt in Witten und in Woltersdorf, in Brandenburg und in Rheinbach mit mir zum Beispiel Kurse. Es gibt noch 3 andere gute Kollegen, die in, wir halten es nächstes Mal hoch, wo ihr Völkervermehrung gemeinsam mit uns machen könnt, Königinnenaufzucht, und das macht richtig viel Spaß. Jetzt habe ich noch ein letztes Dingsbums und ein paar Bilder. Und zwar fragt die Karin aus, weiß ich nicht, die Karin fragt, der Drohnenrahmen, den tun wir jetzt rein. Die brauchen jetzt einen Honigraum und einen Drohnenrahmen, die wollen jetzt Männer machen. Der Drohnenrahmen soll an die 2. Stelle im oberen Brutraum, also 2. Wabe von rechts oder links. Jetzt hat sie aber gelesen, dass am Rand immer die Futterwabe ist, dann eine Pollenwabe folgt. Und dann das Brutnest. Und jetzt weiß ich nicht genau, wo sie den hintun soll. Ja. Dann hatte ich ihr geschrieben, das ist sehr schön geschrieben von Autoren, die selber keine Völker haben. Die haben tatsächlich die Randwaben häufig, zumindest auf der Außenseite, zur Zargenwand hin, egal ob die isoliert ist oder nicht, keine Brut, sondern Futter.
dann kommt tatsächlich häufig auch Pollen. Der ist allerdings häufig über der Brut angelegt, sodass es nicht klar Futterwabe, Pollenwabe, Brutwabe gibt, sondern der Pollen ist immer irgendwo in der Nähe der Brut. Erst zum Spätsommer hin gibt es manche Völker, die wie verrückt Pollen sammeln und dann im unteren Zargenbereich volle Pollenbretter anlegen, sodass man dann tatsächlich wabenrein mit Pollen hat. Jetzt ist aber der Pollen meistens so über der Brut und eh gemischt. Also egal, was da so drauf ist, die Randwabe bleibt die Randwabe und daneben von links oder rechts die zweite kommt der Drohnenrahmen. Dann passt das. Wenn man jetzt sehr schwache Völker hat, ich habe ja hier ein paar schwache, kann man Folgendes machen. Wenn man nicht sicher ist, was los ist, wartet man auf schönes Wetter, schleppt das kleine Volk mit oder ohne Königin, da stimmt ja irgendwas nicht, ein paar Meter weiter und schüttelt sie auf irgendwas, auf eine Folie drauf und dann fliegen die braven Bienen zurück und falls schon eierlegende Arbeit drin sind, dann können die nicht zurück und machen keinen Ärger. Ich hatte ein waisenloses Volk. Da seht ihr gar nicht so wenig Bienen, waren aber trotzdem nur 4000. Also dieses Jahr eines meiner schwächsten Völker. Und dann hatte ich keinen Bock, jetzt von woanders eine Königin zu holen. Habe einfach ein anderes schwaches Volk genommen, eine Folie davor gelegt und das eine Volk einfach komplett abgeschüttelt. Da lief dann tatsächlich noch eine Königin rum. Die konnte aber offenbar keine Eier mehr legen. Und ich habe es dann sich selber überlassen. Jetzt habe ich kontrolliert, die Königin ist gekillt. Die durfte nicht mit rein, die Bienen sind alle rein. 10 Minuten nachdem ich dieses Bild gemacht habe, da war es aber wärmer als heute, sah es so aus, sind alle reinspaziert. Über die Folie ins Flugloch. Die dürfen in fremde Völker rein. Dieses vorm Flugloch abschütteln macht ihr aber nur, wenn ihr sicher seid, dass da keine drohnenbrütigen Aber drin sind, weil die tapern sonst rein und schlachten die Königin drin. Mhm. Das hier hat mir jemand aus Baden-Württemberg geschickt. Wo ist sie? Gleich haben wir's. Die Monika, die hat zwei Völker vereinigt, allerdings nicht jetzt im Frühjahr, sondern schon im Herbst, aber ist ja egal. Es wird von manchen Imkern immer noch geraten, ich bin gespannt, wann ich das mir mal nicht mehr anhören muss, dass man zur Vereinigung von zwei Völkern eine Zeitung dazwischen schiebt. Und sie war entsetzt, was die Bienen mit der Zeitung machen, dass die totales Hackwerk veranstalten und alles voll Zeitung. Und dann musste sie lachen. Die Bienen haben ihr einen Hinweis gegeben. Lesen Sie die digitale Zeitung, haben sie stehen lassen. Dieses Zeitungsgedöns hat überhaupt keinen positiven Effekt. Ihr vereinigt entweder zur richtigen Zeit im Herbst, da passiert nichts mit den Bienen, oder ihr überlegt euch, wie ihr unter Vorsichtsmaßnahmen vereinigt. Jetzt im Frühjahr muss man unter Vorsichtsmaßnahmen, wenn überhaupt, vereinigen. Mhm. Bei den meisten Völkern muss man aber gar nichts machen. Die sehr schwachen habe ich folgendermaßen gerettet. Und zwar findet ihr das im letzten Infobrief vom Otto Böcking, den ich jetzt runtergeworfen habe, also den davor. Da hat er beschrieben, wie man ein schwaches Volk auf einem starken sanieren kann. Gleich haben wir es. Da, der da, das war der vorletzte. Und da hat er auf der letzten Seite schön beschrieben, das gemacht, was wir uns jetzt gleich angucken. Ich habe vor 10 Tagen dieses Volk mit 30 Bienen und einer halbtoten Königin, was ihr gerade im Bild gesehen habt, aufgesetzt auf das zweite Volk da hinten. Und normalerweise in 4 von 5 Fällen liegt diese Schwäche nicht an der Königin, sondern am Imker, der irgendeinen Scheiß gebaut hat, also mir. Und dann würden, wenn die Königin intakt ist, die Bienen von unten hochkommen und ihr helfen. Und es sieht 2 Wochen später oder 3 Wochen später so aus, dass sie ein schönes Brutnest haben und dass man sie dann wieder teilen kann. Das Schwache bleibt auf dem Boden stehen, also würde dann da stehen bleiben. Mhm. Das Starke kommt ein paar Meter weg, dann fliegen vom Starken noch Flugbienen zu und dann habe ich das Schwache gerettet. Das wäre ansonsten wahrscheinlich krepiert. Das steht da hinten drauf, das gucken wir uns gleich mal an. Genau, jetzt? Hast du gerade schon gesagt, wie du es dann auflöst? Besprechen wir vielleicht, also steht hier drinnen beim Otto Böcking, wie man das dann auflöst. Es gibt in meinem Dropbox-Ordner Aktuelles einen Artikel dazu. Da ist es nochmal etwas detaillierter. Schwächlinge sinnig saniert. Wir basteln uns da immer eins her. Da geht es um diese Schwächlinge hier, aufsetzen vom Schwachen auf ein Starkes. Dann sind es 3 Zager wieder hinten und dann werden sie wieder getrennt. Das besprechen wir gleich. Steht alles hier mit Zahlen, Daten, Fakten aus Populationsschätzungen. Gut. So, jetzt Smoker an. Smoker, au, jetzt muss ich. Haha. Ich bin gespannt. Ich auch. Katrin schreibt, ich glaube, meine Bienen sind verrückt. Der
Wohnrahmen ist schon zu drei Viertel verdeckelt. Super, hatte ich auch schon zwei Völker, da habe ich ihn vergessen letztes Jahr. Und das hat ist auch schon... vergessen, ihn rauszunehmen. Ja. Ja, weiß ich nicht. Nee, ich habe es nur ergänzt. Ja. Ja. Pia hat vergessen, ihn rauszunehmen. Dorothea hatte schon einen ersten Schwarmabgang. Was? Wo? In Italien? Oder in Bonn? Die Dorothea Axtmann. Oh, was? Doro, was machst du? Also wirklich. Aber das ist wirklich schon sehr ungewöhnlich jetzt, oder? Also. Aber die Dorothea hat immer Knallvölker. Die spielt die Frau, die hat solche Völker. Klimawandel. Würde das mit dem Völkersanieren jetzt noch funktionieren oder ist es zu spät, fragt gerade Asi. Das werden wir jetzt testen. Und zwar habe ich da hinten noch ein ganz kleines mit nur 1000 Bienen. Das gucken wir uns gleich an. Und dann würde ich in einem Test es jetzt noch aufsetzen. Aber es besteht die Gefahr, dass der untere Starke die oben aufgesetzten dann als Honigraum missversteht. Und deswegen werden wir über den Schwachen noch einen Honigraum setzen. Und sowas Ähnliches hat der Gerhard gemacht. Wenn im Doppelvolk-Betriebsweisen-Test. Ja, wenn Bienen nach oben gezogen sind. Ja? Ja. Das sind die mit der schlechteren Ausbildung, werden unten von ihren Schwestern immer gegängelt. Du kannst das noch nicht richtig, schau zu. Und dann gehen die nach oben und sorgen dafür, dass oben die alte Königin mehr brütet als die untere. Es ist Wahnsinn. Also wenn man da beobachtet, wie das funktioniert. Ey, guck mal, wie der zieht. Die Brutleistung bist zufrieden? Zweier Völker gesteigert wird. Eines starken Volkes und dann noch zusätzlich eines schwachen Volkes. Mhm. Also diese Untersuchung, ich kann mich noch erinnern, als ich das festgestellt habe, also da, als ich das erlebt habe, Doppelvolk-Betriebsweise habe ich da untersucht. Bei dieser Doppelvolk-Betriebsweise, die von irgendjemandem empfohlen worden ist, wurde ja behauptet, dass doppelt so starke Völker mehr als doppelt so viel Honig bringen. Ja, und das habe ich dann untersucht. Da kam das nur so als Nebenergebnis heraus. Habe dann festgestellt, dass doppelt so starke Völker weniger als doppelt so viel Honig bringen, aber mehr als doppelt so viel Arbeit machen. Lohnt sich nicht. Aber dieses Völkersanieren von das also kam ein daraus. Das, Volk das auf war einem dann, starken Volk sanieren. Das war dann das Ergebnis dieser, dieses Testes, Doppelvolk-Betriebsweisen-Testes. Ich war selbst verblüfft, als ich das erste Mal das gemacht habe. Kam einfach daher 15 Völker in einem Stand, 5 Doppelvölker wollte ich bilden und 5 Einfachvölker halten. Und dann zuerst Populationsschätzung gemacht und jetzt wie, aus welchen Völkern bilde ich Doppelvölker? Und da war dieses schwache Volk dabei, das gerade noch mal, ich habe es jetzt im Kopf, 1000 Bienen gehabt hat, also, ach nee, nur 266 Bienen gehabt hat. Ja. Und dachte ich, was mache ich, wenn ich das als Einfachvolk führe? Ist die Einfachvolk-Gruppe nicht korrekt. Ja. Wenn ich die als Doppelvolk führe, ist das nicht korrekt. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich nur 4 Doppelvölker, ein Doppelvolk extra. Mhm. Und wie ich dann 3 Wochen später gekommen bin und das Ergebnis gesehen habe, da, also ich bin hier ausgeflippt am Stand. So, Pia, jetzt gucken wir als erstes mal das an, was du da zum Verstärken draufgesetzt was hast. Was haben wir jetzt direkt beim wissenschaftlichen Vergleich der zwei Smoker falsch gemacht? Ich hätte einen komplett fabrikneuen mit diesem komplett fabrikneuen vergleichen müssen. Der da zieht unter anderem immer schlechter, je dreckiger er innen ist. Aber der da, das kann ich soweit schon sagen, der zieht außergewöhnlich gut. Da gibt es fabrikneue billige für 30 Euro, die man hier kaufen kann, die überhaupt nicht angehen. Der hat ja super gezogen. Ich bin total beeindruckt. Ich fahre nach Kenia und kaufe mir welche. Dann komme ich immer noch darauf an, wer diesen Vergleich macht. Ja? Hä? Ist ja wieder boshaft hier, der Mann. Jetzt gehen die Pfütze rein. So, wir gehen Gerhard, mal hier pass schön auf hier. Ja, ja. Ne? Oh, guck mal hier. Falscher Fehler. Was ist hier falsch? Ich sehe es noch nicht. Hast du es noch nie gemacht, so die eingelöteten Mittelwände transportiert? Mach das mal. Zerbrechen die, oder? Wenn es kalt ist und man fährt über den Hubbel, zerbrechen die so, wenn sie liegen. Da sind welche in Zagen, da passiert das nicht. Und wenn es warm wird, weil die Sonne drauf scheint, Dann hängen sie durch. Dann, ja, das, jetzt mach mal vor der Kamera die typische Handbewegung. Genau.
Also ich habe die bloß so reingestapelt, weil ich zu wenig Zargen zu Hause hatte, wo ich eingelötet habe. Die sind hier, da hinten die Leerzargen. Da muss ich sie jetzt gleich reinsortieren. Da links vor dem Haus. Ja. Aber lang darf man die nicht so, weil sonst ist die ganze Einlöterei umsonst gewesen. Das entspricht dem Prinzip oder der Erkenntnis aus Erfahrung klug werden. Ja. Ja. Manche schaffen das sofort. Gerhard, sei lieb. Ja, er zählt sich ja nicht zu denen, die sich... So, guck mal. Das Volk, auf das wir den Schwachen auf... Der Schwache hatte 30 Bienen und eine halbtote Königin. Mhm. Der, den ich mir ausgesucht habe zum Aufsetzen, ist natürlich eines der Stärkeren. Mhm. Und es muss auch oben sitzen. Die meisten Völker sitzen bei mir nach dem Winter im oberen Raum, wenn sie auf zwei. Überall, wo das Kreuz ist, sitzen sie oben. Ja. Oben, oben, oben. Es sitzen manche unten. Aber das heißt, es gab auch mindestens eins, was unten saß. Es gab eins, was unten saß. Es sind meistens die Schwächeren. Mhm. Die haben dann gar nicht so viel Futter gebraucht und hat sich nicht nach oben durchgefressen. Mhm. Aber gut, hier passt jetzt nicht. Das ist ein Stärkeres. Ja. Weiß ich nicht, was sie wollen. Die meisten sitzen oben. Ihr sucht euch eins, was oben unter der Folie gut sitzt und da knallt man ein Abspeckgitter drauf und den Schwächling. Und das Volk war 8000 Bienen und 18.000 Brutzellen stark und da habe ich das andere draus gesetzt. Und jetzt Spannung, ich habe noch nicht geguckt. Es kann sein, dass was mit der Königin nicht stimmte, weil die sah ja schon echt... recht verkühlt eingeschlagen aus. Also vielleicht haben sie so platt gemacht. Herr Doktor, ich müsste da mal hin. Ja. Wenn die jetzt mit der Königin unzufrieden sind, was finden wir dann da oben drin vor jetzt gleich? Dann ist leer. Dann finden wir in der Regel niemanden mehr und die Königin ist irgendwie verschwunden. Ich habe noch nie die Königin dann auf dem Gitter oder so gefunden. Ja. Die scheinen die zerhackt zu stücken und wegzuräumen. Ja. Filetiert und... Der Flugbetrieb ist relativ schwach. Ja, weil es kalt ist, junger Mann. Ich sag's bloß. Willst du dich da irgendwo hinsetzen? Da kommen vielleicht gerade mal so 20 Bienen pro Minute nach Hause. Ja. Also 600 Bienen sind unterwegs. So, also hier... Und das scheint noch zu leben. Ja, also hier kraucht auf jeden Fall was rum hier oben. Oh. Ja, jetzt kommt das Brut. Naja, aber so richtig viel jetzt ist es nicht. Ah, hier sind Stifte, glaube ich. Doch. Guck mal, siehst du da Stifte? Moment. Ne. Ja, Knick in der Pupille. Keine noch, Stifte. Noch keine. Es sind auch nicht viele Bienen oben, ehrlich gesagt. Nach 10 Tagen könnten mehr Bienen oben sein. So, dann war sie doch zu angeschlagen. Ne? Ah, Stifte. Ja? Jetzt aber echt Stifte. Warte, hier. Ich brauch's gar nicht aufmachen. Zeig nur wo und dann... Meinst du? Ja, ja. Nee, Mist. Oder? Ich brauche ein Licht. Oh, guck mal noch mal rein. Aber jetzt, wo ich es aufgemacht habe, ist doch wieder kein Stift. Oh. Du musst zum Augenarzt. Ja, aber das ist manchmal, gerade bei älteren Waben, so die Reflexionen. Sieht man das nicht das gut. Nachvollziehen, dass du da welche, dass man dann manchmal Phantomstifte sieht. Ja, echt Phantom, aber hier sind keine. Jetzt müssten die ja auch bunt angemalt sein, aber ich sehe keine. Wann hast du das draufgesetzt? Vor 10 Tagen. Oh, dann... Da müssten schon mehr Bienen oben drin sein und auf jeden Fall Stifte, weil es ist auch schön muckelig hier oben. Ja, also das heißt, sie haben die Königin sehr wahrscheinlich geschlachtet. Guck. Haben sie ja nicht angenommen. Sie war auch blau gezeichnet. Ich habe sie blau angemalt, sie haben sie geschlachtet. Also gut, so wie die aussah, ehrlich gesagt, es war ein Versuch, die war schon zu verkühlt. So, was machen wir jetzt? Futterwaben ernten? Das bringt uns ja so nichts, weil hier im Honigraum die dunklen Waben bringen nichts. Jetzt machen wir Folgendes. Das Volk drunter sah ja okay aus. Und deswegen würde ich jetzt gleich den nächsten Versuch machen. Das hat nicht geklappt. In einem von 5 Fällen klappt es nicht. Da stimmt es dann tatsächlich irgendwas mit der Königin nicht. Also 1 von 5 aufgesetzten ist hinterher so. Wir gucken unten drunter, die erste Kippkontrolle, um zu sehen, ob sie schon irgendeinen Blödsinn treiben. Ne, alles gut.
Hier ist alles aber okay. Guck mal. Man sieht auf jeden Fall hier. Wunderbar, ist, schönes Brutnest richtig dazwischen. Was los. Sieht man das? Ja, warte auf mal. Auf der linken mach mal, Seite. Mach mal die hier. Hier kann man sehen, dass hier richtig viel verdeckelt ist. Ja. Oh, und da sind die ersten Spielnäpfchen. Oh, da ja. Oben. Gehört zum Ausbildungsprogramm für Baubienen. Oh, aber ist noch nichts drin. Nichts drin, genau, sah auch so aus. Da müsste man halt jetzt tatsächlich, wenn die Kirsche anfängt, mal anfangen zu kontrollieren. Oh, hier habe ich noch nicht aufgeräumt, da unten fehlt eine Wabe. Da sind nur 9. Du hast ja jetzt da Waben hier stehen. Da sind nur 9, genau, da kann ich was reinquetschen. So, lege ich mal das Ding so hin. Da quetschen wir doch mal eine rein. Die schmelzt sich ein, da ist noch ein bisschen Futter, also packen wir das mal an den Rand. Entschuldigung, jetzt habe ich da hinten eine Nacktschnecke zerquetscht. Ja, Mai, was machst denn du da in der Ecke, sie fummel? Entschuldigung, habe ich den Da sind sogar 2, oder? Ja, 2, die machen hier irgendeine Orgie. Das ist ja fast überall. Schnecken. Nacktschnecken. Ja. In den Völkern. Ja. Ja, aber wir manchmal, haben auch viele. Manchmal mehr als 20. Ui. In der unteren Sage. Okay. Und auch in der unteren Sage nasse Innenwände. Also relativ feucht. Ja. Oh, der geht gut. So, und welches Volk holen wir jetzt? Guck mal. Aber nutze jetzt direkt das... Ich setze das nächste drauf. Ja. Und zwar welches? Du hattest... Das ist jetzt tot. Ja, dieses hier wahrscheinlich, genau. Oder? 17 würde ich jetzt holen. Also 1, 2, 3, das vierte. Ich hol's mal her, dann guck mal oben rein. Ja. Derweilen kann der Gerhard was erzählen oder ihr oder überhaupt. Oh, willst du da noch oben reingucken? Und das hier nochmal oben Brutnest angucken? Also wir schauen jetzt sinnlos das Brutnest an. Nein, ich frage, du hast gesagt, da gucken wir oben rein. Nein, wir... Da habe ich gefragt, wie ist das zu verstehen? Wir gucken gleich bei dem anderen oben rein. Richtig, ich hole das Schwache und da wollte ich reingucken. Ja, gut, dann hier haben wir doch von unten schon die Brut gesehen. Aber Herr Doktor möchte die Brut von oben auch sehen. Nicht, dass einer glaubt, ich wollte hier... Es ist immer schön, dass ihr beide so gut aneinander vorbeireden könnt. Also echt. Ich rede ja gar nicht, ich höre nur zu. Ich rede gar nicht, so. Naja, komm, wir gucken. Ist ja trotzdem ist schön sinnlos. Hier. Wir haben ja schon gesehen, dass alles... Oh, schau mal, wie schön die Jungbienen alle geschnüpft sind. Ja, guck mal, Pia, sind. Nur darum ging es den Gerhard, damit du dich ein bisschen freuen kannst. Schau mal, lauter Jungbienen. Hier, da sind gerade die Jungbienen alle am Schlüpfen. Oh, da ist der erste große Brutsatz. Und hier zum Beispiel, da ist der Pollen rundherum. Überall rundherum Pollen. Und wie sieht die offene Brut da aus? Da sind, brauche ich gar nicht reingucken, Stifte und Larven, oder? Ja, wo sind die verteilt oder gibt es irgendwo... Mittig sind die Älteren und da sind die Jüngeren und Stifte. Aha, ja, richtig. Ohne, dass ich reingucke. Also, kann man also sehr schön verfolgen, wie die Königin die Eier gelegt hat von der Generation, wo jetzt noch verdeckelte Brut ist. Genau, wenn du mal ein bisschen weiter weg ist, was der Gerhard zu vermitteln versucht, ist im Kern der Wintertraube hier irgendwo auf mehreren Waben nebeneinander in einem kleinen Bereich hat die Königin begonnen. Dann hat sie nach außen sukzessive das Brutnest erweitert, weil die Arbeiterinnen ihr immer mehr Zellen vorbereitet haben. Als erste schlüpft die älteste Brut im Kern, ist sie bereits. Sofort stiftet die Königin nach, also ist hier, ohne dass ich reingucke, wahrscheinlich jetzt wieder die älteste junge Brut an Larven. Genau, die haben wir vorhin schon gesehen. Nach außen sind jüngere Stifte, weil da sind erst gestern die Jungbienen geschlüpft. Und hier am äußersten Rand, wo heute die Jungbienen schlüpfen, da sind die Jungbienen unterwegs. Wo die heute schlüpfen, sind morgen Stifte drin. Also dann wieder von innen nach außen, die haben eine so... Und das Faszinierende, was ich versucht habe, mal rauszufinden mit Studenten und keiner hat es bis jetzt erklären können. Auf der einen Seite habt ihr dieses konzentrische Brutnest, genauso wie auf der anderen Seite. Wie können die durch die Mittelwand durch hören, was auf der anderen, da liegt ein Ei, also lege ich jetzt hier auch ein Ei rein oder was? Auf jeden Fall können sie es. Ich frag mich gar nicht, wie sie das machen, sondern so sie machen schnuckelig. Es einfach. Und weil es sinnvoll ist. Ne? Mhm. Auch diese Heizturbinen und die Heizzellen, die gibt es nicht. Das ist vollkommener Quatsch. Pia, mach euch wieder zu. Ist doch, Ja, der Gerhard will jetzt die Bienen sehen. Nein! Und es ist gut, dass wir mal dran sind, weil was ich denen jetzt unbedingt geben muss, ist was. Das hat der Gerhard intuitiv reflektiert. Was brauchen die jetzt hier? Guck mal, schön. An Position 2 oder 8. Aha.
Hilf ihm doch nicht, er soll selber nachdenken. Hallo. Haben Sie genug Pollen? Oh, guck mal. Ja, hier ist überall ein Pollenkranz rum. So, hat der Chat es denn schon rausgefunden, was hier gebraucht wird? Pro Larve wird ungefähr der Inhalt, um eine Larve aufzuziehen, wird ungefähr der Inhalt einer Bienenbrutzelle verbraucht. Ja, okay. Und wenn man jetzt erfasst, wie viel Bienenbrutvorrat die haben, dann kann man aus dem Ergebnis und aus dem weiteren Wetterverlauf schließen, ab wann es knapp wird fürs Bienenvolk. Okay. Wobei ja es dann nur dazu führt, also wenn der Bienenbrotvorrat auf Null geht, ja, dann stellt sich das Bienenvolk darauf ein und verhält sich dann entsprechend vernünftig. Mhm. Ich glaube, ich habe es heute schon mal erwähnt, die Königin legt zwei Eier. Na, aber wenn aus den Eiern... Nichts eingetragen. Nee, ne? Das sieht so nach frischer Tracht aus hier. Das ist umgetragenes Winterfutter. Aber es spritzt nicht. So, hat jetzt der Chat rausgefunden? Ja, der Chat schreibt Drohnenrahmen. Genau. Also die Randwabe war jetzt mit Futter. Ja. Die nächste Wabe ist Brut. Ja. Und um die Brut ist hier kein Pollen. Aber hier ist ein bisschen Pollen dazwischen. Und auf den anderen Waben war oben auch Pollen. Übrigens sorgt ihr euch nicht, wenn ihr keinen Pollen findet. Es gibt Bienen, die sammeln keinen Pollen, um ihn in die Zellen zu tun, sondern sie sammeln genau so viel, wie sie gerade brauchen. Das sind die Low-Pollen-Horder und da seht ihr nie Pollen und trotzdem ist ein schönes Volk. Das ist alles okay. Ich sehe auch keinen Pollen, wenn ich nicht richtig hingucke. Ne? So, jetzt Drohnenrahmen. Das ist ein Alter, wo ich zu faul bin, neu zu drahten. Draht brauche ich nicht. Ja, aber guck mal hier, interessante Frage jetzt vielleicht bei diesem Volk. Du hattest jetzt gesagt, hier sitzt das Brutnest. Ja. Und wie weit geht es hier rüber? Ist da. Ja? Okay. Und wieso hat der Martin das jetzt schlauerweise gefragt? Was? Ich bin nur zufällig Doch, hier. Doch, du bist sehr schlau, sehr schlau. Ich bin ganz stolz auf den Martin. Und die Laura. Ihr habt es so voll drauf hier. Ich hoffe, das Publikum reflektiert das, was das für eine schlaue Frage war. Ich hole derweilen mal das Jungvolk. Hol mal das Jungvolk. Gerhard rätselt noch, was ja, ich denn jetzt, worauf ich schon gut. wieder hinaus lass wollte. Mal Nein, Gerhard, kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus wollte ungefähr? Ja, es ging um die Frage, rechts oder links? Ja. Den Baurahmen und ob es auch eine Rolle spielt, ob man auch darauf achten muss, wie das Brutnest ausgedehnt ist. Ja, weil es ja durchaus vorkommt, dass ein Bienenvolk auf einer Seite anfängt und das Brutnest so ausdehnt, dass auf der rechten Seite erstmal lange Zeit keine Brut ist. Genau, ja? Es kommt ja schon mal vor, dass man hier so ein Volk hat, was nur so hier auf den fünf Rahmen und sitzt und hier vorne gar nicht. Deswegen mache ich ja vor Aufsitzen des Honigraums, beziehungsweise beim Aufsitzen des Honigraums wird ja auch der Baurahmen gegeben, gleichzeitig. Ne, diese beiden Sachen, Baurahmen geben und Honigraum draufsetzen, ist ein Arbeitsakt. Ja. Und deswegen mache ich ja die Kippkontrolle und schaue mir beim Ankippen von unten an die obere Zarge, ich brauche eigentlich nur verdeckelte Brut zu sehen. Ich kann keine offene Brut sehen beim Kippen, aber verdeckelte Brut sehe ich. So, jetzt einmal Nase putzen und ich frage... Dann wird der Baurahmen dort eingehängt, wo auf jeden Fall auch Brut ist. Nebendran, ja. Ja, hat er jetzt wieder einen Quatsch erzählt. Ne? Ja, wir sind zur Antwort noch nicht durchgerungen. Also, folgendes. Martin hat sich dafür interessiert, als ich den Drohnenrahmen eingeschoben habe, wo das Brutnest sitzt. Wenn das Brutnest eher links sitzt und rechts ist alles frei, dann hätte ich den Drohnenrahmen nach rechts reingeschoben. Wenn das Brutnest eher rechts sitzt, hätte ich ihn links reingeschoben, also immer weg vom Brutnest. Weil, wenn man es direkt in ein Brutnest setzt, was noch nicht so arg groß ist, das Volk ist also noch recht schwach, dann werden die Bienen sich natürlich auf den leeren Drohnenrahmen stürzen, den aber nicht sauber mit Drohnen ausbauen, weil sie noch zu klein sind, um nur Drohnen zu machen. Die sind so vernünftig, dass sie dann 50-50 Arbeiterinnen und Drohnen machen und das will ich nicht. Ich will, dass das Volk erst dann auf den leeren Drohnenrahmen stößt, wenn es knallevoll ist oben. Dieses brütet bereits von links bis rechts gleichmäßig. Jetzt kann ich mir aussuchen, wo ich ihn rein tue.
Und wenn ich es mir aussuchen kann, tue ich immer das Rote von links, dann kann ich es mir besser merken. Hm. Dann besteht jetzt keine Gefahr, dass sie die Arbeiterin Brut machen, weil so viel Brut hier oben ist, so viel Bienen, dass sie schön Drohnen machen werden. Nur Drohnen. Aber das heißt, wenn jetzt irgendwie die nur hier auf dieser Seite, so auf 5 Waben gesessen, dann packst du den da rein, damit die erst noch wachsen, bevor die den Drohnenrahmen... Genau, dann stoßen sie deutlich später, erst in einer Woche oder so, auf den Drohnenrahmen. Und dann sind sie stark genug, um Drohnenbau zu machen. Wenn ihr an manchen Infobriefen, nicht denen, die wir empfehlen, sondern in anderen lest, dass der Drohnenrahmen an das Brutnest gehängt werden soll, ist der größte Quatsch. Mhm. Weil wenn da oben nur 2 Waben Brut sind und dann hängt ihr an das Brutnest den Drohnenrahmen, dann habt ihr automatisch Arbeiterinnenbau drin. Mhm. Den will ich nicht. Mhm. Den will ich auf den anderen Waben. Guck mal, dieses schwache Volk. Von unten sieht man sie fast gar nicht. Sie sitzen so, hier nur rechts ja, so ein bisschen. Was ist? Ja, da sehe ich ein paar. Mhm. Ja. Jetzt gucken wir uns gleich noch von oben an. Das hat er. 1, 2, 3, 4. 1000 Bienen und, oh Gott, und 2000 Brutzellen vor 10 Tagen. Ja. Vor 10 Tagen, dann sollten jetzt mindestens 1000 Bienen drin sein. Mehr als 1000 Bienen drin sein. Oh, was eine schwatte Wabe. Oh, da sind junge Bienen. Ist ja auch peinlich. So. Futter. Mhm. Aber nur ein bisschen. Der ist echt gut. So, sollen wir mal kurz Bienen schätzen, Gerhard? Wer von den Oxalsäure-Dampfleuten eine Schätzung machen wollen würde? 1, 2, 3 Achtel. Hm? Ja. Ah. 3 Achtel Bienen. Andere Seite. Irgendjemand muss hier noch mit protokollieren. Laura, kannst du kurz hier 3 und... 1,5 ja, oder 1, was? 1,5 die Bienen. Was sagt das auch? 3 und 1,5 die Bienen. Wir sind jetzt bei 4,5. Und auf der ersten waren irgendwie auch noch mal so... Auf der ersten... 1 ein vielleicht. Ja, auch 1,5. Okay. 6, weil auf der Kasteninnenwand sind auch noch welche. Na gut. Ja, da sitzen sie sehr eng, hier auch, also 3 sind's. 4 sind's. Wenn man die runterschiebt und übereinander sitzen, sind 4 Achtel Bienen. Und die deswegen andere ist Seite, es eine Schätzmethode. Genau, und 3 Achtel. Genau. So, da ist ich gut drunter. 3 Achtel sind's. Da hab ich gemeint, mindestens 3 Achtel. Zählt da jemand mit? Der Gerhard verwirrt mich. Ja, Laura zählt. Ja, ich versuche. So, dann hier nochmal mindestens 2. Ja, 2,5. 2,5 Achtel. Und das war's. Wie viel haben wir? 14. 14 mal 125. Und ich dachte, knapp 2000. Sind schon mehr Bienen als vor 10 Tagen. Hab's doch gesagt. Die Hälfte mehr. So. Vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt mitgeschätzt habe. Jetzt habe ich die Königin nicht gesehen und die sind irgendwie recht laut. Hm? Aha, hat das überhaupt Brut? Das hatte ja Brut. Allerdings auch nur offene. Dann wurde die Königin bei der letzten Populationsschätzung. Ist da was? Nee. Nee. Da ist nichts. Das hat denn die Frau Auenmüller hier für dunkle Waben? Es heult, ja, eindeutig. Ja, da hat es geschüttet wie blöd, das letzte Mal. Da hast Mal. Du dann die Königin mit umgebracht. Guck, da sitzt eine Varroa-Milbe auf der Biene. Wo ist sie? Da. Aber dann müssten wir doch Nachschaffungszellen sehen, oder? Vor 10 Tagen. Richtig, eigentlich müssten wir Nachschaffungszellen haben. Und die heulen ein bisschen. Und die Königin hast du gesehen bei der Populationsschätzung? Nee. Aha, hast du da schon nicht gesehen. Ja, dann habe ich sie wahrscheinlich dabei kaputt gemacht, weil ich sie nicht gesehen habe. Hatte verdeckelte Brut hat es gehabt? Ja, nein, es hat keine verdeckelt, hat nur offene Brut gehabt. Nur offene Brut gehabt? Ja. Ja, dann kann ja eigentlich auch... Tja, fort. Hm, ungewöhnlich. Wenn sie jetzt vor ein paar Tagen noch offene Brut hatten, jetzt aber offenbar irgendwie keine Lust hatten, was nachzuschaffen,
dann könnte es ja sein, dass ich in dem Regensturm, wo ich geschätzt habe, zwar Brutzellen gesehen habe, aber nicht gesehen habe, ob das ordnungsgemäß in der Mitte der Brutzelle war, der Stift und so, oder ob das da schon Arbeiterinnen-Eier waren. Was mache ich jetzt? Tja. Also wenn die hier weder Brut noch Königin haben, macht das Aufsetzen keinen Sinn. Mhm. Was machen wir jetzt mit den Bienen? Oh, guck mal, wie die unglücklich sind. Du meinst, weil die hier sterzeln, ne? So, ja, ja, genau. Sterzeln, sieht mal so. Sterzeln und heulen. Ja. So, was machen wir damit, Herr Doktor? Machen wir einen Versuch. Abschütteln? Nee. Also nicht auf jeden Fall bei dem Volk hier. Was? Vorne einbetteln lassen. Würde ich machen. Bei dem Wetter? Ja, Winter. Eben vorne einbetteln lassen. Also ich würde sie jetzt nicht 20 Meter weg hinschütten, weil da ist es zu kalt. Hm. Wenn wir sie direkt jetzt vorm Flugloch abschütteln, haben wir das Risiko, dass wenn hier legende Arbeiterinnen drin sind, die sich vielleicht anlegen mit der Königin hier unten. Aber dieses Volk ist gut beieinander. Also würde ich mal denken, dass wenn wir hier poplige 1.500 Bienen reintun, dass da nichts passiert. Wir machen einen Versuch. Dann kommen auch noch die hier zu. Aber ich sag mal, Pia, die Nummer sicher wäre jetzt an einem warmen Tag das ein Stück weit weg abzufegen. Genau. Oder? Und dann gibt es ja immer noch den Ratschlag, dass man denen eine Brutprobe rein, eine Weißenprobe reintun soll, um zu sehen, ob sie noch nachschaffen wollen. Ja. Könnte ich machen, aber für die paar Bienen lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht, jetzt erst noch rausfinden zu wollen, ob sie eine Königin wollten oder nicht. Wenn das jetzt ein 8.000 Bienenvolk wäre, dann könnte man das machen. Dann würde ich das machen, weil dann hätte ich in ein paar Tagen die klare Info, entweder sie ziehen Nachschaffungszellen, dann wollen sie eine Königin, dann kann ich sie problemlos auf ein anderes Volk draufsetzen, oder sie ziehen keine Nachschaffungszellen, dann haben sie schon renitente Arbeiterinnen drin, dann würde ich sie zu Ostern, wenn es warm ist oder sonst wann, hinten abschütteln. Mhm. Aber die paar Würstel hier. Martina fragt noch, wenn die jetzt weißelunruhig sind, ob das ein Zeichen dafür ist, dass die keine Drohnenmütterchen haben. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also sie spielt jetzt darauf an, dass die so unruhig wirken. Dann würde ich es auch so interpretieren, dass sie eher noch unglücklich sind und noch selber noch keine Eier legen, also noch keine Drohnenmütterchen sind. Aber das ist eher geraten, ehrlich gesagt. Hm. Habe ich nicht getestet, ob sie besonders heulen, wenn sie noch nicht selber Eier legen. Keine Ahnung. Also wenn man nur ein paar Völker hat, kann man so, hast noch, du das? Ja, ja, noch wenig Erfahrung hat, ja. Dann nutzt man diese Gelegenheit, um mit einer Weißelprobe zu lernen, geben einer Weißelprobe zu lernen, dass dann das Heulen verschwindet. Wenn das der Fall ist, ja, dann überlegt man sich das Nächste. Mhm. Man kann das auch durchaus Folgendes machen, dass man das Völkchen sich selbst überlässt, um zu gucken, was daraus wird. Ich hatte mal so einen Fall, Populationsschätzung im Februar. 3 Wochen später habe ich festgestellt, dass das Volk nachgeschaffen hat, weil bei der Populationsschätzung habe ich die Königin umgebracht. Und da 3 Wochen später ist ja die Nachschaffungszelle dann auch schon geschlüpft. Und dann habe ich geguckt, naja, dann gucken wir mal, ob die Männer findet. Ja. 3 Wochen später war die Königin gegattet, hat ein wunderbares Brutnest angelegt. Und die hat ein ganzes Jahr durchgehalten. Obwohl sie im März den Hochzeitsflug gemacht hat. Ja. Schon im März. Bedeutet auch wiederum, wenn man aufmerksam Populationsschätzung macht, sieht man im März auf jeden Fall, also Drohnenbrut bei vielen Völkern und auch einzelne Drohnen. Es muss dann nur das Wetter passen. Wie ist das mit den Drohnen aus drohnenbrütigen Völkern? Können die auch die Königin begatten? Na doch, natürlich. Wenn es ordentlich schöne, fette Jungs sind, wenn die natürlich in Arbeiterinnenzellen aufgewachsen sind, dann sind es so kleine Würstchen. Ja, ja, die können haben eventuell wohl schneller, eher wenig Chancen. Die können eventuell schneller fliegen. Ne? Aber, theoretisch können, sind die, ich sag mal, vom die genetische Ausstattung ist okay. Ist komplett, die haben genauso wie die von der Königin erzeugten eine Autopolyploidisierung mitgemacht. Also sowohl die Königin
erzeugt ja Männer, indem sie ein unbefruchtetes Ei absetzt, als auch die Arbeiterin. Müsst ein da unbefruchtetes jetzt ein Ei. Jetzt mal Ruhe hier im Gebälk. Ich wollte erstmal noch jetzt fragen, was mache ich denn jetzt mit dieser entnommenen Wabe? Wir haben jetzt die zwei Völkchen aufgelöst. Wusste ich übrigens nicht, dass das Problemvölker sind. Bin ich aber auch nicht sauer, weil damit habe ich jetzt die Schwachen los. Aber Imker schuld, gell, an diesem, was da passiert ist. Zwar nicht tot, aber auch nicht gut. Was mache ich mit der Wabe? Da ist auf dieser Seite noch 100 Gramm Essen. Na, die ist jetzt relativ dunkel, vielleicht eher einschmelzen. Einschmelzen. Da hinten sind Zargentürme zum Einschmelzen. Was mache ich mit der? Oh, Jungvölker? Oder zweiter Brutraum? Genau, die ist angebrütet da unten. Oben ist sie hell, also sie kommt nicht in den Honigraum, weil sie angebrütet ist. Mhm. Ich würde sie in den zweiten Brutraum. Genau, da wären passender. Am Rand hier habe ich, oh guck, auch angebrütet, ja. Auch nicht in den Honigraum. Ja, kannst du einmal kurz festhalten. Ja. Mhm. Oh, Entschuldigung, mach ich ja, das kaputt? Nee, Pia, dein Mikrofon hängt hier schon wieder ganz... Nee, Laura, du kannst nicht zu weit weg, ne? Du hängst immer noch mit dem Kabel an mir dran. So, ja. Mach mal deinen Schal fest. So. Okay. Was kann man gegen Wachsmotten im Volk machen? Im Volk gibt es keine Wachsmotten. Doch, der Schuhwai hat Wachsmotten im Volk. Gut, im Volk gibt es keine Wachsmotten, die mich interessieren. Weil im Volk die Bienen sich selber um die Wachsmotten kümmern. Wenn er jetzt ein ganz kleines Volk hat. Ja, in ganz kleinen Völkern auf den Randwaben hocken gerne die Wachsmotten und sitzen dann so in den Kanten an den Ohren der Rähmchen und verstecken sich da und machen auch eine kleine Puppenhülle. Und sobald das Bienenvolk wächst, die wachsen ja jetzt, werden die Wachsmotten achtkantig raushauen. Nicht hingucken. Das Einzige, wo die jetzt auf Dauer tatsächlich rumwüten könnten drin und auch große Kokons bauen, wäre, wenn ihr die Windel drin habt und da so ein Berg Dreck drauf liegt aus dem Winter, dann werden die natürlich in den Dreck sich entwickeln. Aber Windeln sind ja draußen, passiert nichts. Weggucken. Irgendwas wollte ich gerade noch. Gut, also diese Waben räume ich auf. Die hellen, die ganz hellen kann ich für die Honigräume nehmen. Die angebrüteten nehme ich zum Erweitern oder für Jungvölker. Und die mit Futter kann ich auch für die Jungvölker nehmen. Und alles, was mir zu dunkel ist, wird eingeschmolzen. Ich wollte nochmal auf dieses zweite Volk, was du jetzt gerade geholt hattest. Ne? Da hattest du ja gesagt, irgendwie die hatten beim letzten Mal offene Brut. Ja, falls ich mich nicht beim Regen total verguckt habe. Ja. Oh, guck mal. Ihr schätzt ja viele Völker so übers Jahr, über die Jahre. Wie häufig passiert denn das, dass mal eine Königin beim Schätzen ganz selten verschwindet? Also wenn man anfängt mit dem Imkern, macht man regelmäßig Königin kaputt, zumindest ich. Ich habe regelmäßig Königinnen geschrottet. Im Laufe der Zeit handelt man das so, dass plötzlich die Königinnenverluste nicht mehr so häufig sind. Aber wenn man jetzt auf Biegen und Brechen, ich fange immer hier links an. Ja. Und wenn ich da hinten angekommen bin, bin ich erschöpft. Und das merke ich tatsächlich. Ja. Wenn ich erschöpft bin und es arschkalt ist und auch noch regnet dazu, dann merke ich immer mal das ein oder andere. Bei 100 Schätzungen mache ich dann eine Königin kaputt. Ich kann aber nicht sagen, ob es jetzt wirklich meine Schuld war oder ob die eh schon angeschlagen war oder sowas. Aber es kann gut sein, dass ich es war. Du musst mal den Smoker wieder hinstellen hier, der räuchert uns so doll zu. Ja, okay. Aber je mehr Waben man einzeln rauszieht und anguckt, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal was kaputt macht. Deswegen ist das Wunderbare. Deck das hier mal ab. Deswegen, hier gibt es keine Räuberei. Deswegen ist ja das Wunderbare, dass ihr im Prinzip, wenn ihr nicht wollt, viele Sachen bei diesen zwei Bruträumen plus Honigraum einfach nur durch Ankippen und von unten und von oben reingucken feststellen könnt. Wir haben beim Ankippen bei dem Volk schon festgestellt, dass alles in Ordnung ist. Ich hätte keine Wabe ziehen müssen, außer eine Randwabe, um dann den Drohnenrahmen unterzubringen. Dann gefährde ich aber wenig die Königin, weil die ja eher in der Mitte ist. Beim Schwarmkontrollieren, was man eigentlich jetzt ab der Kirschblüte einmal in der Woche macht, eigentlich sage ich, weil ich noch zwei Wochen warte, dann wird die Schwarmlust anfangen, meiner Erfahrung nach.
dann könnt ihr ja ohne Waben zu ziehen durch die Kippkontrolle feststellen, ob erstens Schwarmlust ist und zweitens der Drohnenrahmen schneidereif ist. Und wenn beides nicht der Fall ist, macht er wieder zu und dann ist die Königin nicht gefährdet. Wenn man jede Woche Waben rauszieht, wie beim Einbrutraumimkern, da muss man Waben ziehen, dann ist die Gefahr des Königinnenverlusts größer. Wie bei der Tatternbeute, ne? Deswegen haben ja viele Berufsimker die Tatternbeute, damit sie ihre Angestellten beschäftigen können. So, Pia, jetzt Honigraum. Jetzt braucht man Honigraum. Das war jetzt übrigens die Stellungnahme, warum ihr mit zwei Bruträumen imkert und nicht nur mit einem. Und dazu gibt es mindestens 5, 6, 7 sehr schlaue Gründe, warum zwei Bruträume besser sind als einer. Für die Bienen ist wurscht natürlich, wie immer. Aber für den faulen, schlauen Imker sind zwei Bruträume sinnvoll. Und das findet man auf der Dropbox ganz ausführlich in verschiedenen Artikeln. Und ist alles getestet, nicht einfach so aus dem Hintern raus erfunden, dass es den Bienen besser ist und dass sie ungern über Holz laufen in den oberen Brutraum, sondern getestet mit hunderten, tausenden Völkern. Wo entwickeln sie sich besser? Und da kommt raus, es ist wurscht, aber für mich ist es Imkern einfacher. Hier habe ich angebaute bzw. ausgebaute Ex-Honigraumwaben aus dem letzten Jahr. Und da tue ich, wenn ich die habe, in die Mitte zwischen die Mittelwände ein paar rein. Wenn jetzt die Tracht losbricht, dann gehen sie schneller nach oben, ist was drin. Der Martin hat noch mal gefragt, warum du keine angebrüteten Waben in den oberen, in den Honigraum hängst. Sehr gut, auch das findet man. Also bebrütete Waben haben im Honigraum nichts zu suchen, weil erstens, ich finde es unhygienisch ist, ein Lebensmittel zu ernten aus Zellen, wo die Kinder reingekackt haben. Das ist aber tatsächlich bei einer Honiganalyse nicht nachweisbar, weil niemand nach Kinderkacke sucht. Zweiter Punkt gegen bebrütete Waben im Honigraum ist, ich kann Honigwaben... Bienenkinderkacke. Bienenkinderkacke. Ja, okay. Andere Kinder habe ich ja nicht. Ich habe nur Bienenkinder. Zweiter Punkt gegen bebrütete Waben im Honigraum ist, ich möchte sehr bienenfreundlich mit der Bienenflucht die Honigräume ernten, wenn sie fertig sind. Bienenflucht bedeutet, ihr nehmt den Honigraum runter, setzt die Bienenflucht, so ein Brett mit so einem Auslaufding, dazwischen und oben den Honigraum wieder drauf. Einen halben Tag später kommt ihr und die Bienen sind freiwillig aus dem Honigraum durch die Bienenflucht nach unten gegangen und ich fahre dann das Auto ran, heb nur den bienenleeren Honigraum in den Kofferraum. Bei allen Völkern brauche ich vielleicht 15 Minuten und dann fahre ich sie zum Schleudern. Wenn ihr bebrütetes Wabenwerk im Honigraum habt und sei es nur so ein kleiner Kern, wie wir es gerade gesehen haben, ganz wenige bebrütete Zellen, dann reicht der Duft der Bienenkinderkacke auf diesen ehemals bebrüteten Zellen, um die Bienen daran zu hindern, den Honigraum zu verlassen. Die gehen dann nicht freiwillig über die Bienenflucht nach unten. Ihr müsst dann den Honig einzeln in Wabe rausnehmen und abfegen. Dritter Punkt, der gegen bebrütete Waben im Honigraum spricht, ist, ihr könnt nicht mit Heißluft entdecken. Ich knall die Honigwaben hin und mache mit Heißluft 555 total schonend für den Honig, für mich auch ganz schnell entdeckelt. Das geht nicht, wenn ihr bebrütete Zellen habt, die gehen mit Heißluft nicht auf. Vierter Punkt gegen bebrütete Waben im Honigraum. Ich möchte eine Wabensortierung haben. Ich habe im oberen Brutraum eher die mittelbraunen Waben, im unteren Brutraum die dunkleren Waben und im Honigraum absolut unbebrütete helle Ex-Honigraumwaben. Wenn ich jetzt im Herbst die Wabenhygiene mache, fliegt der untere Brutraum raus, der ist dann brutfrei automatisch, werden wir im Herbst wieder sehen. Die schwarzen Waben fliegen raus, die mittelbraunen rutschen nach unten, sodass sie im nächsten Jahr nochmal gehen und dann schwarz sind. Und der Ex-Honigraum rutscht nach. Wenn ich einen zweiten Honigraum habe, brauche ich den nicht zum Nachrutschen. Dann habe ich den übrig, die Honigwaben. Und diese völlig unbebrüteten, hellen Ex-Honigraumwaben kann ich völlig problemlos, ohne Angst vor Wachsmotten, irgendwo lagern, selbst im Warmen lagern, weil das frisst keine Wachsmotte. Wenn man bebrütete Waben im Honigraum hätte, müsste man sortieren. Die Bebrüteten ins Volk, die Unbebrüteten ins Wabenlager. Habe ich keinen Bock drauf, weil ich habe überhaupt keine Hilfe, die mir solche Dienstleistungen
mal machen würde. Das muss alles ich machen, die Sortiererei. Lass uns mal hier zu dem Volk gehen, was du nach unten und oben erweitern wolltest. Ja, machen wir. Weil da... Ah, erstmal schnell, ich will ja jetzt mal hier, guck mal, ich will ja mal ein bisschen was hier arbeiten. Okay. Dieses viele Gelabere, das bringt hier, das ist übrigens ein Kackdeckel. Ihr erklärt, warum Kackdeckel. Kackdeckel. Na, der geht noch, den kann man stapeln. Also. Oh, hier habe ich noch gleich was zum Zeigen. Also Kackdeckel, weil man ihn ganz schlecht stapeln kann und weil er sich verkantet. Guck mal, hier hat die Frau Doktor einen Fehler gemacht, extra für heute. Der Innendeckel. Falsch rum drauf. Falsch rum drauf. Was so machen die Bienen? Ist das nicht süß, wie sie gleich mitmachen? Ja, Zwischenbau. Überbau. Überbau, ja. So, wir gucken, ob sie schon in Schwarmlust sind. Nein, schönes Brutnest. Oh, guck, und sie machen schon Männer. Sie machen an den Unterkanten schon Männer. Siehst du sie? Oh ja, oh, da ist ja ordentlich hier. Ja, da ist wohl irgendwie mal ein Loch in der Wabe gewesen. Jetzt machen sie Männer. Wir müssen ihnen die Möglichkeit für Männer geben. Ja, du hast in der unteren Zarge wieder nur 9 Waben. Ja, hier ist ja passenderweise eine Wabe zu wenig. In der unteren Zarge auch. Ja. So, Platz für den Drohnenrahmen. Ach Gerhard, reiche mir mal den Drohnenrahmen. Man muss es nur anders hinstellen, ne? So, und jetzt was die Bienen überhaupt nicht mögen. Wenn man diesen Wildbau erst dann abmacht, wenn die Bienen schon eingetragen haben, ist es eine Riesensauerei. Bei der Gelegenheit kann eine Königin verloren gehen. Da ist keine Königin da oben. Die ist eher unten. Aber ja, es könnte. Pia, in der unteren Kiste waren auch nur 9. Ei, du Schande. Ich glaube, da war die Kiste so, dass ich keine 10. reingekriegt habe. Ich muss mal irgendwie aufräumen da unten. Mache ich nächstes Mal. So, jetzt Honigraum, Drohnenrahmen, Absperrgitter. So, ich bin zu faul. Achso, da lässt du jetzt einfach ein paar mehr drin. Und ich habe unheimlich viele helle, ausgebaute Ex-Honigraumwaben, weil letztes Jahr der Honigertrag so gut war. Ja. Die muss ich jetzt irgendwo unterbringen. Ah, okay. Aber eigentlich als Jungimker hat man nur das. Das geht natürlich genauso. Es wäre jetzt aber kein Problem, wenn du ausschließlich ausgebaute Waben für die Honigräume hättest. Kannst du auch machen, also, genau. Ja, das man auch machen. Okay. Fertig. So. Oh, das ist ein popliges. Kriegen die dann noch keinen Honigraum, oder? Frieren sie denn? Ja. Wenn wir denen jetzt sehr viel Raum geben im Verhältnis zur Volksgröße, frieren sie dann? Schwächer, sieht man, gell? Guck mal auf den Zettel. Das dritte von links. Hier unten fehlt eine Wabe. So, Golf 3. Die hatten, die hatten ungefähr 2000 Bienen. Und 9000 Brutzellen. Okay. Würde ich sagen. Aber sind also Bienen sehr bienenarm. Ja. Hier, du müsstest vielleicht einfach einmal im Jahr Propolis wegmachen. Dann mache ich nie. Ja gut, dann drücken. Pressen. Je wärmer es wird, desto leichter gehen die Wärme auch rein. Weil dann das Propolis halt... Hier ist noch ein bisschen Futter. Die haben sich... Oh, übrigens, hier Futter kristallisiert aus, wenn die Bienen nicht drauf sitzen. Macht aber nichts. Wir gucken mal schnell hier. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, genau den Fall. Ne? Das Volk sitzt eher hier. Genau. Wo tun wir da jetzt den Drohnenrahmen rein, damit sie nicht gleich auf ihn stoßen? Ja, auf die andere. Eher hier, gell? Eher hier. Oder damit ich den Drohnenrahmen immer links habe, damit die Frau Doktor nicht durcheinander kommt, schiebe ich das Brutnest jetzt einfach ein bisschen nach rechts und mache ihn links rein, damit sie da nicht sofort draufstoßen. Weg
Futter nimmst du da jetzt nicht? Die haben sich ganz leicht angefühlt. Also da bin ich gerade eh am Überlegen. Nee, also ist noch genug drin, aber entnehmen muss ich nichts, weil, guck mal da raus hier, da ist am Rand noch ein bisschen was, aber nicht viel. Aber es würde auch erst noch ausreichen. Nochmal? Es würde noch ausreichen für die nächsten zwei Wochen. Das würde Wochen, noch für oder? Zwei Wochen jetzt reichen. Es fühlt sich nach zwei Wochen an, aber viel mehr ist es nicht. Guck, schönes kleines Brutnest. Haben wir aber von unten schon gesehen, schlüpfende genau wieder wie vorhin, bloß in kleiner. Hier zuerst geschlüpft und nachgestiftet, hier schlüpft jetzt der Rand. Da sind die Jüngeren außenrum, das Brutnest wird immer größer. Also ein bisschen poplig, aber okay. Oh, guck mal, die nächste. Man kann jetzt oh. hier auch mitten ins Brutnest eine Mittelwand tun. Ah, guck mal, nee, mache ich jetzt bei denen nicht. Es bringt sie jetzt nicht um, aber die sollen ruhig in Ruhe zum Rand. Hier ja, sieht man was sehr Schönes. Was ist denn das hier? Hier ist jemand auf dem Zellboden entlang gelaufen, hier auch, hat die Puppen hochgedrückt, die sind mit dem Kopf an den Zelldeckel gestoßen, die Bienen haben geöffnet und reingeguckt. Festgestellt ist alles in Ordnung, haben aber die Zelle nicht mehr zugemacht. Das nennt sich Röhrchenbrut. Das ist bei schwächeren Völkern im zeitigen Frühjahr fast die Regel. Das sind Larven der kleinen Wachsmotte, die auf dem Zellboden entlang minieren, die Bienen nicht stören, aber sie hochschubsen. Da ist die Wachsmotte. Wo ist sie? Ja, nein, da drin ja offensichtlich, so. Das meinte ich. Ne? Ja, manchmal also. Kommt sie raus, wenn man so am Ende lang frockelt, wenn man so an der letzten Zelle, hier so in der letzten Zelle rumfrockelt, kommt sie manchmal raus und guckt die dumme Nuss. Nein, weil wir doch da, vorhin... Guck mal, hier ist sie lang gelaufen. Ja. Vorhin hatten wir doch das Thema Wachsmotte und du hast gesagt, dass du dir keine Sorgen machst. Ja, genau. Passiert nichts. Da, die sind ja intakt, die Bienen. Da guck, da läuft sie auch hier drunter. Da sieht man so hochgebockt. Hier hat sich gerade was bewegt. Ich glaube, die ist da gerade irgendwo. Ist sie da gerade? Manchmal kommt die tatsächlich. Da hat sie auch hochgeschubst. Ja, okay. Mach wieder rein. Und es werden von der Wachsmotte nur die Zellen nach oben gedrückt, die Brutzellen, in denen wir Rohrmilben sind. Ne? Ach! Vorsicht, Quatsch! Dann macht die Wachsmotte die Bienen darauf aufmerksam. Hier stimmt was nicht. Ach nee, hier ist noch eine. Wenn die Zellen geöffnet, die Milbe kommt raus und dann, naja. Gerhard, du erzählst Quatsch. Oder? Ja, und wie? Irgendwo habe ich es mal gelesen, ja. Und nur weil es irgendwo steht, heißt es nicht, dass es stimmt. Nee, das ist ja, es gibt so viele bienenwissenschaftliche Untersuchungen. Also den meisten Quatsch finde ich dort, ja. Ah, jetzt müsste ich mal dahin, wo du sitzt. Ah, oder nimm welche aus dem Auto, Pia. Nein, ich komme ja schon. Muss man bei Völkern, die nach dem TUB-Verfahren wiedervereinigt wurden, auch unten nach überschüssigem Futter gucken? Ja, gute Frage. Richtig, wenn man vorher die Teile gut gefüttert hatte, kann es sein, dass auch im unteren Brutraum noch große Futtervorräte sind. Ich würde einfach mal oben gucken und dann das Volk anheben. Und wenn sich's dann noch immer bleischwer anfühlt, würde ich nach unten gucken. Ansonsten eher nicht. Das ist ein großer Vorteil von zwei Bruträumen, dass wenn man sich es spart, im unteren Brutraum rumzukruscheln, hat man in der Regel im Durchschnitt bräfere Bienen, weil die Arschlöcher sitzen ja unten. Was machst denn du hier? Übrigens sollt ihr ja nichts Schwarzes anziehen am Bienenvolk. Ich habe eindeutig was Schwarzes. Rot sehen die Bienen schwarz. Aber hier ist jetzt eine im Ärmel. Du siehst auch schwarz aus. Ich sehe schwarz aus. So, sie guck mal, die sind hier reinspaziert. Guck mal, die sind fast alle drin. Warte. Die sind fast alle unter der Folie, die Trottel. Das heißt, die Trotteln. Hier, guck. Wenn, dann sind es die Trottelinnen. Oh, die Trottelinnen. Guck mal, die sollen sich jetzt aber nicht den Popo wegfrieren müssen. Hier, so. So, jetzt geht rein. Naja, aber einige sind schon drin, glaube ich. So, wo ist denn meine Folie? Schon hier. Wieder beschimpft. Ja, jetzt geht rein. Und dann hast du was gesagt. Wie sieht das nächste Volk aus? Wie sieht das nächste Volk aus? Ja, wir gucken. Fast 10.000 Bienen und 15.000 Brutzellen. So, das ist jetzt. Oh, schon in Schwarmlust? Wollte ich gerade sagen, das ist jetzt schon in Schwarmlust. Guck mal hier. Oh! Ja, man sieht direkt, da ist voller auf jeden Fall. Ja, noch Essen, aber geht vom Gewicht her. Ist okay, nicht zu viel. Oh, da kommt es richtig heiß raus hier.
Da ein bisschen Wildbau, erster Spielnapf, zweiter Spielnapf, dritter Spielnapf, je stärker sie sind, vierter, fünfter Spielnapf, die ersten Jungs auf der Seite raus. Und wenn man jetzt nicht hier unten noch ein paar mehr Jungs. Genau, wenn man jetzt nicht die Erfahrung hat, zu erkennen, dass das hier ungefährliche Spielnäpfchen sind, muss man jede einzelne jetzt zur Schwarmzeit öffnen, reingucken, ob oben an der Decke jemand hängt. Ist aber leer, gell? Ja. Sehen auch so aus, als sind es alle Spielnäpfchen. Aber guck mal hier, schönes Brutnest hier überall dazwischen. Ja, da, hier ist ordentlich mal, boah, was los. Toll! Toll! So. Anne hatte noch gefragt, wie sicher das ist mit der Schwarm, mit der Kippkontrolle. Kommt auf die optische Ausrüstung des Kontrolleurs an. Ich stell mal die Frage anders. Bei euch beiden, die ihr jetzt schon viel Erfahrung habt damit. Ich verliere seit ungefähr 10 Jahren kein einziges Volk mehr an einen Schwarm, obwohl ich nur Kippkontrolle mache. Es ist ungefähr 95% sicher. Das heißt, wenn man 100 Kippkontrollen macht, dann gibt es eins unter diesen 100 Völkern, die zwar in Schwarmlust sind, aber nicht an der Unterkante des oberen Brutraums Schwarmzellen zeigen. Das heißt, es sind diese 5% Unsicherheit, also 1 von 20 so ungefähr. Mhm. Aber jetzt gibt es auch noch, was ich in der Regel übersehe bei der Kippkontrolle, ist die beginnende Schwarmlust. Das heißt, so ein kleiner Napf, wie er gerade war, mit einem Stift drin, die beginnende Schwarmlust. Und ich habe offensichtlich, wenn ich so beginnende Schwarmzellen übersehe und 7 Tage später ja wieder gucke, habe ich oft das Glück, dass ich dann erkenne, das sind aber fast verdeckelungsreife Schwarmzellen. Das ist ein frisch abgelegtes Ei, 3 Tage Ei, 5 Tage Larve von einer Königin. Das heißt, wenn ich nach 7 Tagen gucke, sehe ich eine dicke, fette Zelle, kurz vor der Verdeckelung. Dann kann ich zurückrechnen, dass ich beim letzten Mal vor 7 Tagen offenbar die Schwarmzelle übersehen habe. Aber der Schwarm ist noch nicht abgehauen. Es ist nicht 100% sicher, aber wenn man gelernt hat, wie man die Kippkontrolle macht, ist es so sicher, dass man sich sparen kann, wöchentlich Brutzellen zu ziehen. Ich ziehe keine Brutzellen. Also ich betreue ja über 100 Völker. Letztes Jahr ist mir ein Schwarm abgegangen, weil die Kippkontrolle nicht funktioniert hat. Mhm. Oder weil ich nicht richtig geguckt habe. Wobei ich selbst nicht schuld war, sondern meine Zuschauer, die haben mich abgelenkt. Richtig. Das ist immer, wenn wer dabei ist, übersieht man alles. Ja. Ja, und dann kommt noch, aber was ich eigentlich sagen wollte, kommt noch hinzu, zu unserer Art Völkerführung gehört ja auch der Einsatz des Baurahmens. Man guckt dann nur bei der Kippkontrolle, ob Weißelbecher da sind, sondern man schaut auch, wie der Baurahmen ausgebaut wird. Mhm. Völker, die in Schwarmstimmung sind, bauen anders. Die verlieren die Baulust. Ja? Weil die Vorsicht. Wollen ja abbauen. Vorsicht! Das ist nicht als alleiniges Indiz nutzbar. Nee, genau. Nicht als alleiniges Indiz, aber ergänzend, ja. Ich dachte, und dann kommt ja noch hinzu, dann kommt ja noch hinzu, bei langjähriger Erfahrung, dass ich weiß, dass es nicht 100% funktioniert. Und das führt dann dazu, dass ich Völker, es ist auch die Stärke der Völker zu beurteilen. Hm. Ja, das geht bei der Kippkontrolle genauso. Und dann ist es auch heute noch so bei Völkern, wo ich dann meine, hoppla, die könnten das nächste Mal in Schwarmstimmung sein, dann mache ich nicht nur die Kippkontrolle, sondern ich mit der oberen Brutraumzarge, sondern ich kippe auch die untere Brutraumzarge an und schaue mir, was da unten im Gitterboden passiert. Weil, ja, wenn es sehr stark ist, schaue ich es auch mal zur Sicherheit, das kommt selten vor, dass ich das mache, tue ich erst Kippkontrolle machen und dann ziehe ich alle Waben. Wie sehen die aus? Also es kommt aber sehr selten vor, dass es notwendig ist. Und wie gesagt, bei mir liegt die Erfolgsquote bei über 99%. 7.500 Bienen und 15.000 Brutzellen. So, und da sitzt mehr. Oh, gut, noch genug Essen drin, aber auch nicht zu viel. So, hier ist auch ordentlich was los. Wenn man jetzt auf Honig überwintert, guck mal, hier verkehrt könnte man dann das überschüssige Futter drin lassen? Wenn einem wurscht ist, dass der Sommerhonig aus dem letzten Jahr mit der Frühtracht aus diesem Jahr vermischt wird. Was ist mit Oxalsäure? Stimmt, gut, dass du mitdenkst. Ja,
Die wäre wahrscheinlich, wenn große Mengen von dem Honig, der mit Oxalsäure behandelt wurde, umgetragen werden, ist es wahrscheinlich nachweisbar im Honig. Wir haben einen natürlichen Oxalsäuregehalt in jedem Honig. Aber ich weiß nicht, ob diese Grenzen so hoch sind, dass es nicht auffällt, wenn du zum Beispiel geträufelt hast und es jetzt ins Futter, ob das dann nicht nachweisbar ist. Die Schwankungen im Oxalsäuregehalt bei Honig sind sehr groß. Ja, und es war, als das Bienenwohl, das war ja das erste Oxalsäurepräparat, was auf den Markt kam, das wurde ja vom damaligen Vertreiber, da wurde ja eine Blockbehandlung empfohlen. Da wurde also, die Völker wurden von Juni, Juli an, in bestimmten Abständen, Abstand habe ich jetzt vergessen, aber 2-3 Wochen, mit Bienenwohl beträufelt. Das sieht auch gut aus. Und dann jedes Mal wird ja dann Oxalsäure ins Volk gebracht. Und ich habe dann untersucht, wie die mit Bienenwohl blockbehandelten Völker, wie der Oxalsäuregehalt im nächsten Jahr war, im Frühjahrshonig, im Sommerhonig, der war deutlich höher als bei den nicht so behandelten Völkern. Aber gemessen an der Schwankungsbreite, die im Frühjahrshonig, selbst bei Völkern, die am gleichen Stand stehen, war es eigentlich so, dass man hat vernachlässigen können. Also deswegen, wegen Oxalsäure im Honig, würde ich mir jetzt, also steht für mich kein Anlass, sich da Sorgen zu machen. Okay. Generell vor und während der Tracht, es sind ja auch Mittel mit Ameisensäure zugelassen für die Behandlung vor und während der Tracht, dieses Varomet oder wie das heißt. Ja? Mhm. Das ist totaler Schwachsinn. Ja? Aber zugelassen. Wenn ich da mir überlege, was alles schon zugelassen worden ist und was dann, naja, irgendwie doch von der Bildfläche verschwunden ist, weil es Blödsinn war. Die Leute, die da zulassen, die verstehen ihr Handwerk auch nicht besonders gut. Original. Laura, mir fällt gerade ein, hier Experiment Imkern hatte doch letztens irgendwie ein Video gemacht, mit einer Frage an Pia und Gerhard, oder? Hattest du da nicht irgendwas erzählt? Zu den Mäusegittern, glaube ich, oder? Ich habe das nicht gesehen, leider. Ich hatte keine Zeit irgendwie. Oh, ich weiß es aber nicht mehr. Okay. Ich habe ja jetzt nicht verstanden. Nee, ist. Ich sag's nur. Laura schaut nochmal. Ich sag's nur, damit ihr wisst, dass ich das jetzt nicht gehört habe. Ja, in Ordnung. So, Gerhard, ich schalte dich mal aus hier. Dann kannst du beherzt ins Taschentuch. So, hier kann ich jetzt eine der alten Waben hier. Jetzt haben wir hier Golf 8, ne? Jawohl. Die sind ein bisschen stärker wieder. Sieht man auch, wenn man. Oh, warte, Gerhard, warte. Auch das ist voll gestärker, wenn man in die untere Zarge von oben auf die untere Zarge geguckt hat. Ja, aber die der Nachbar war. Waren nicht alle Wabengassen so gut besetzt wie bei diesem Volk hier. Aber die saßen eher unten, habe ich den einen. Oh, guck doch, mal. Da ist wunderbar. Da hat die Frau Doktor die Mittelwand nicht richtig eingelötet. Wir müssen einmal gucken, dass wir das richtig einfangen. Da ist so eine Beule. Und, ja, auf der anderen Seite sieht man sie nicht so. Aber hier. Ja. Die Frage war einfach schön, Spielnäpfe. Wann die Mäusegitter rausgenommen werden sollen. Mäusegitter zur Saalweidenblüte. Ist da wer drin? Ist da wer drin? Nee, das sah gerade. Nee, das sah so aus, als wäre da eine, ein Hörnchen drin. Und die wollen unbedingt hier Männer. Ja. So, was die Frage war? Wann die Mäusegitter abgenommen werden sollen? Gerhard, wann sollen die Mäusegitter abgenommen? Zuerst müssen sie angebracht werden, ne? Wieder. Oh Mann! Saalweidenblüte! Mäusegitter werden zur Saalweidenblüte entfernt. Okay. Also vor oder zwei, wurden entfernt, deswegen, Wochen. Jetzt sind sie noch nicht dran. Mhm. Ja. So, jetzt stehen wir im Weg hier. Guck mal, hier muss ich mal hier. Was denn? Das war eine Charge Rähmchen, die ich gekauft habe, wo dann sofort die Ohren abgebrochen sind. Ui. Das ist außerordentlich nervtötend. Muss ich noch aussortieren.
dann überspringen wir gleich mal, machen mal den, euch wird es langweilig, oder? Habt ihr nicht noch ein paar Fragen? Jetzt Marius Delle möchte sein Rähmchenmaß von Deutsch Normal auf Zander wechseln. Sehr schön. Man kaufe sich eine 3 cm Styrodurplatte im Baumarkt, schraube 2 von den 3 cm übereinander, sodass es 6 cm sind. Man kann auch eine 6 cm Styrodurplatte kaufen. Die ist aber teurer, sagt die Patty, deswegen kauft man 3 cm. Und dann 2 übereinander innen in die Zanderzarge auf die kurze Seite schrauben. Und dann passen die Deutsch-Normal-Rähmchen genau in die Zanderzarge, weil sie ja gehalten werden, genau, von der 6 cm Styrodur. Und dann erweitert man nach oben und oder nach unten mit normalen Zander. Und dann ist man irgendwann Deutsch-Normal los. Klappt es auch mit den, wie heißen sie, Heroldbeuten oder so? Wo irgendwie, es gibt doch diese Kisten, wo Deutsch-Normal in die Richtung ja, reinpasst. Ja, ganz blöd, Heroldbeuten, ganz doof. Weil ja, in diesen Zagen, wo so rum Deutsch-Normal und so rum Zander reinpasst, muss ja überall rundherum eine Auflagefläche ausgefräst sein. Und man braucht ja, wenn man einmal in seinem Leben umstellt, von so auf so oder umgekehrt, dann kämpft man den Rest seines Lebens mit den Auflageflächen, wo die Bienen dauernd irgendwelchen Scheiß reinbauen. Ah, naja, aber die funktionieren, oder? Ja, funktionieren tun sie, aber bloß nicht Kisten kaufen wegen so einem Ding. Wir haben nämlich bei uns im Imkerverein einen Satz von diesen Heroldbeuten. Oh, die willst du loswerden? Nee, die werden dir mal von Imker zu Imker weitergegeben. Ach so, gut. So, wie stark war das Volk? Schwächer. Welches ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 5.000 Bienen und 13.000 Brutzellen. Aha. Also viel Brut. Okay, aber... Wir gucken mal kurz. Ich habe von unten jetzt nicht geguckt. Und diese wieder Nacktschnecken. Hier. Was wollen die? Der Roger hat gefragt. Er hatte eine positive... Futterkranzprobe. Das heißt, sie haben geringe Spuren von der amerikanischen Vollbrut nachgewiesen. Oh, willkommen im Club, habe ich auch. Und er fragt jetzt, wie geht er jetzt weiter vor mit dem Honigraum? Soll er den jetzt trotzdem aufsetzen? Der Veterinär hat wohl noch nicht angeordnet, dass er sanieren muss. Er soll mir mal ein E-Mail schicken und mir verraten, wo das ist. Und wir machen die nächste Sendung, wenn ihr Zeit und Lust habt, von meinem Bienenstand in Essen, wo ich genau das Problem habe. 8 Völker, 3 Völker, geringe Belastung mit Sporen, positiv, gering. Mhm. Das deutet darauf hin, bei dir dann auch, dass sie im Herbst sich bei einem nahegelegenen infizierten Stand was geholt haben. Wahrscheinlich keine Klinik, bei mir auch nicht, also kein Ausbruch. Die Völker sind nicht krank, sondern sie sind nur mit den Sporen infiziert. Der Amtsveterinär hat keine Handhabe, irgendwas anzuordnen, weil anordnen kann er nur, wenn auch Klinik da wäre. Mhm. Und andererseits als guter Imker will man aber natürlich jetzt auch nicht die Sporen da wissen, weil man kriegt ja auch kein Zeugnis mit den Sporen und hin und her. Und, deswegen werde ich die Völker sanieren, freiwillig, auf eigene Kosten. Und dann weiß ich, erstmal sind die Sporen weg. Wobei ich dem Veterinär auch gesagt habe, in 1 Kilometer Entfernung ist ein Untersuchungsbezirk, wo bekannt ist, dass faulbrütige Völker sind, also welche mit mehr Sporen. Die arme Patricia steht da drin, ist jetzt behindert mit ihren Völkern, darf keine Versuche da machen. Deswegen sind wir alle daran interessiert, dass möglichst schnell der Herd gefunden und ausgeräumt wird. Mhm. Man kann, kleiner Tipp, derjenige kann schon mal lesen, beim Bieneninstitut Celle, wenn man eingibt, Bieneninstitut Celle, amerikanische Faulbrut, dann kommt ein Heftchen mit etwa 60 Seiten, das kann man sich downloaden. Das ist unser Projektbericht und da guckst du nach dem Umtreibeverfahren. Das werde ich machen und das würde ich dir auch empfehlen. Das zeigen wir nächstes Mal. Ja, was ist das Umtreibeverfahren? So ganz grob? Umtreibeverfahren. Da wird die Brut, wenn man jetzt... Oh, oh, ui. Da wird die Brut... nach oben gesetzt, dazwischen ein Absperrgitter, unten drunter eine frische Zarge, nur mit Mittelwänden oder hellen, ausgebauten, sauberen Waben. Da unten rein die Königin, oben schlüpft die Brut und dann, wenn nach 3 Wochen oben alles geschlüpft ist, wird oben alles weggetan und unten sitzen sie dann auf frischen Waben, werden erweitert und es scheint bei geringem Sporenbefall ganz wunderbar zu funktionieren. Ah, okay. Muss aber in Absprache mit dem Amtsveterinär, der ja immer gefragt werden will, auch wenn er eigentlich nichts sagen kann, aber Ah ja, ja, spannend. Ja, Pia, dann machen wir das mal hier. Gut.
guck, hier ist sogar Drohnen drauf geschrieben. Dann funktioniert das ganz besonders gut. Oh, und hier habe ich das Absperrgitter kaputt gemacht. Oh, das ist jetzt, guck mal, wenn ich das Absperrgitter hier drauf tue. Und hier das ist jetzt, aber sehr schwäbisch hier, würde ich sagen. Außerordentlich riskant jetzt, ja. Weil die Königin genau dieses Loch findet. Ja. Vielleicht solltest du lieber ein anderes nehmen. Wir machen einen Versuch. Hier werden schon wieder ganz schön viele Versuche gemacht, habe ich das Gefühl. Habt ihr Erfahrungen mit runden Beuten? Mit was? Mit runden Beuten. Falls er meint, die Kugelbeute. Das war eine der größten Verarschungsaktionen eines Beutenverkäufers aller Zeiten. Weil sie erzählt haben, runde Beute hat keine Ecken, da kann sich also keine Feuchtigkeit niederschlagen und das wäre besser für die Bienen. Völliger Unfug. Pia, sollen wir jetzt einmal zu einem Einzagen? Habe ich mich fast vorgearbeitet? Also, ja, dann machen wir. Ja, mach. Beute, also nee, ist dir kalt? Nee, ich dachte, ich mache jetzt mal. Ich habe ja gerade keine Zeit mit meinem kranken Opa. Dann mache ich mal hier die Völkerbearbeitung. Mal... Oh, guck mal, schön. Haben Pia, jetzt müssen wir den beiden da kurz zuhören. Also ja. Keine, können statistisch nicht belegt werden. Ja, da wird einfach nur behauptet, ja, und fertig. Also diese Kugelbeute, schlimm ist es, wenn solche Beutentypen, besonders Schulen, die Bienen-AGs was einrichten, dann angedichtet werden oder die dann übernommen werden. Ich habe zu einigen dieser Schulen dann Kontakt aufgenommen und dann in regelmäßigen Abständen so alle 2 Jahre gefragt, was denn jetzt draus geworden ist. Gell? Und irgendwann kriegt man keine Antwort mehr, weil, naja, die Sache ist gestorben. Und wer gibt denn gerne zu, dass er was falsch gemacht hat, ne? Als Lehrer vor allen Dingen. Ja, ja nee, also ist, Profi-Imker können wahrscheinlich auch da drin imkern, aber... Nein, Profi-Imker können erst recht nicht imkern. Na, die würden doch ein Volk in so einer runden Beute trotzdem am Leben halten können, oder nicht? Also Profi-Imker, meinst du Berufsimker, ja? Nee, ich meine Imker, die gut imkern, so wie ihr. Unter alleräußerstem Aufwand. Das ist wie wenn man sich eigentlich in den ICE setzen kann, von München nach Hannover, dann aber entscheidet doch lieber mit zusammengebundenen Füßen im Sack hinzuhüpfen. Ist auch nicht so sinnvoll, oder? Ja. Und, ich muss mal Absprechen bauen. Ja, ja. Und dann ist es ja wichtig, also die drei, worauf muss man achten, dass man ohne Völkerverluste imkert? Varroamilbe. Starke Völker einwintern, rechtzeitig von Varroa-Befall befreien und auf Wabenhygiene achten. Mhm. Wie tue ich denn bei einer Kugelbeute Wabenhygiene? Ja. Vor allen Dingen... Wenn das von den Erfindern und den Befürwortern, das sind immerhin Bienenwissenschaftler, die das da drauf eingesprungen sind, befürwortet wird und dahergelabert wird, irgend so ein Zeug dahergelabert wird, nicht beantwortet werden kann oder überhaupt gar nicht berücksichtigt wird bei der Beschreibung, wie man mit Kugelbeuten umgeht, dann stimmt doch was nicht. Ja gut, es gibt ja auch immer noch Leute, die behaupten, dass die Völker besser auf dunklen Waben überwintern würden. Auf 15 Waben? Auf dunklen Waben. Ach ja, gibt es auch noch. Nee, aber das muss ja dann, das kann man ja, sowas habe ich ja untersucht. Ach was, Als ich anfing mit der Bienenhaltung, wurde mir das Imkern beigebracht. Auf eine Art und Weise habe ich es natürlich übernommen. Mhm. Er tut gern seinem Lehrmeister widersprechen. Ne? Vor allem, weil er immer alles gut begründen kann. Und dann haben mich Imker, weil ich ja sehr schnell in Kontakt zur Außenwelt gesucht habe, wegen der Varroa-Milbe. Mhm. Ja, die haben den Kontakt zu mir gesucht, weil ich mich um diese Milbe gekümmert habe, als sie eingeschleppt worden ist. Und dann habe ich Imker darauf aufmerksam gemacht, dass es anders besser ist. Also so Details, was Völkerführung angeht. Und da fing ich dann an zu vergleichen. Wenn der Imkermeister sagt, so muss es machen, und ein anderer sagt, nee, anders ist es besser und begründet das jetzt auch noch, also mindestens von der Erfahrung her, dann habe ich dann immer gesagt, ich mache einen Versuch. Ne? Daher kommt das ja, ich mache einen Versuch. Habe beides verglichen und dann, manchmal hatte auch der Imkermeister recht, aber in 95% der Fälle hat die Untersuchung dazu geführt, dass man was anderes sich als besser herausgestellt hat. Und manchmal auch dann, Gerhard, dass da Sachen rausgekommen sind, so, okay, das hatte irgendwie noch keiner auf dem Schirm in der Form. Oder? Ja, ja.
Und zum Beispiel auch die dicken Oberträger. Ne? Wenn ich jetzt gucke auf die. Oh, wir müssen einmal gucken. Ja, wenn ich auf die Waben gucke. Die haben Bock auf Jungs. Die ja. ersten Zanderwaben waren. Gerhard, Gerhard, warte ganz kurz. Wenn die zwischen den Etagen hier schon bauen, haben ja. die. Das Volk hat Drohnenpuder. Eindeutig Männer. Oh, Pia ist auch eine beschissene Imkerin hier. Oh, warte, halt kurz stille. Das stinkt die ganze Zeit so. Hast du dir wurde auf den Kopf gemacht. Entdeckt. So, hier der kurzer, Maulwurf, kurzer dem Snack auf zwischendurch. Den Kopf gekackt wurde. Und lecker. Hm? Ja, also die haben auf jeden Fall. Aroma. Ja. Also frische Drohnen sind schon. Was? Achso. Ich hab den Zettel nicht. Nee, ja. Pia hat den Zettel. Ach, Pia hat den Zettel eingepackt. Ich hab den Zettel. Oh, ja. Entschuldigung. Wollten wir da drauf gucken oder was? Soll das wäre ich, jetzt 9. Oh. Oh, guck mal, hier habe ich eine schwatte Wabe. So, wie immer Nummer, die da auch hinkommt. Nummer 9. Ungefähr 8.000 bis 9.000 Bienen und 20.000 Brutzellen. Was? Das ist das Volk, was die meisten Brutzellen hat hier. Beim letzten Mal. Was beim letzten Mal die meisten Brutzellen hatte. Deswegen haben die auch schon Kerle dazwischen, ne? Deswegen. Schön. Da ist auf jeden Fall ordentlich was Volk los. Erhöhen die Harmonie. Ne, mal, hol doch mal raus, bitte. Hol mal einmal raus. Hier oben kann man jetzt schön sehen, hier haben sie das Futter gerade frisch rausgeholt. Gut. Und, na, können wir... Ja, aber unruhig, ne? Ich sehe hier Eier. Ja. Und ne, hier oben noch nicht. Reingestiftet. Ja. Ja. Wann würdest du denn jetzt Ableger machen? Wir sind gleich bei dem Volk, wo du stehst. Und dem habe ich beim letzten Mal, hoffentlich nicht die Königin, die habe ich nämlich nicht gesehen, aber entnommen. Eine Brutwabe oder? 38 Achtel Brut sind 2 Brutwaben. 38. Nee, mehr. Nee, Bienen. 24 Achtel Brut. Also 2 fast volle Brutwaben sind über 8000 Brutzellen. Und habe dafür Mittelwände rein, weil die mir so stark vorkam und ich habe keinen Bock auf Schwärmerei. Ja. Und habe den ersten Ableger mal am 15. März machen wollen. Aber in der Regel nehmt ihr... Was heißt es hier? Prozent 10 oder so? Oder? Minus, dieses Minus kennt ihr alle nicht. Nee, nee. In bayerischen Gymnasien lernt man, dass das ein Minus ist. Okay. Minus 10 Achtel erwachsene Bienen. Ah ja. Also hast du da auch quasi schon einen auch schon was geschröpft. Da habe ich ein bisschen, die waren mir zu böse. Ja. Und dann dachte ich, lieber ein paar Bienen weniger und habe die in einen Ableger gepackt. Ah ja. Aber das heißt, ne, wenn ich jetzt hier gucke, 10, 7... 24, dann hast du mehrere Ableger schon gemacht. Oder? 2 habe ich schon gemacht. Ah, ja. 2 relativ starke, weil es so kalt war. Ja. Dann tut man mehr Bienen rein. Nicht mehr Brut, aber mehr Bienen. Okay. Sie hat schon im März Ableger gemacht? Ja. Ach, so, jetzt sind wir gleich beim. Und bei du hast es entschieden, weil die so stark waren. Die einen kamen mir sehr stark vor mit riesengroßen, wunderschönen Brutnestern und waren besonders brav. Und dann mache ich einen einfachen Brutwabenableger, wenn sie brav sind. Vorsicht, bebrütet. Bebrütet. Ah, sie fix. Dann lasse ich aus den braven Brutwaben die neue Königin ziehen und die Bienen aus dem bösen Volk habe ich dazu, um möglichst sie nicht in Schwarmlust zu haben, weil böse Bienen mag ich keine Schwarmzellen brechen. So, dieses vorletzte hier jetzt vor dem Interessanten, wie viel waren da drin? Das heißt, dein Tipp wäre auch noch bei bösen Bienen dann möglichst viel zu schröpfen. Ja, ich schröpfe, damit die nicht in Schwarmlust geraten. 5000 Bienen, 15.000 Brutzellen. Oh, schön Brut hier. Auch jemand gefragt, was er jetzt machen kann gegen angriffslustige Bienen. Er würde am liebsten die austauschen. Problem ist,
Wenn man jetzt die Königin killt und sie einfach nachziehen lässt und das mitten in der Schwarmzeit passiert, kann es passieren, dass aus einer der oder mehreren der geschlüpften jungen Königinnen ein Singervorschwarm abgeht. Also dass man dann die Bösen ganz los wird oder halb los wird. Was, wenn man es überhaupt nicht aushält, würde ich Folgendes machen. Jetzt noch eine Woche, zwei Wochen aushalten, dann ist die Durchlenzung passiert. Das heißt, die alten Winterbienen sind weg, die neuen Sommerbienen sind da. Dann die Königin schlachten und dann dieses Volk nach 9 Tagen alle Nachschaffungszellen brechen. Also keine neue Königin aus diesem Drecksvolk entstehen lassen. Also ihr seid nicht gemeint, Entschuldigung. Und vielleicht da 5 Ableger draus machen mit jeweils einer Brutwabe aus dem guten Volk. Oder man kommt in den Völkervermehrungskurs und lernt, wie man umlarvt. Weil dann würde aus dem guten Volk würden dann 3 einzelne Larven reichen. Geh doch mal auf die Seite. 3 einzelne Larven reichen, um sie reinzusehen. Jetzt hört eh keiner mehr zu. Gut. Nein, wir sind ganz bei dir. Okay. 3 einzelne Larven reichen. In einem Plastiktopf, den man dann da reinpiekst in die Wabe. Das werden wir demnächst mit Sicherheit auch noch machen. Genau, machen wir. Also ich würde es erstmal noch aushalten. Oh, ja. Guck hier. Da hat die Maus gewütet. Ja, sehr schön zum Angucken. Und die nehmen wir doch gleich raus und schmelzen sie ein. Wir brauchen ja sowieso Platz für den Drohnenrahmen. Ja. Ja, und hier wurden auch unten schon große Zellen, ja, größere zumindest, angebaut. Ja, in der Regel machen sie, wenn sie jetzt frei bauen, immer Männer. Und wir wollen keine Männer. Man spreche mir nach. Nein, wir wollen nicht zu viele Männer. So. So, jetzt kommt das interessante Volk und ihr bereitet schon mal mental alles vor. Das heißt, das ist jetzt Golf 12, kann das sein? Nee, 11, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, so, 11 hat 9000 Bienen und 19.000 Brutzellen. Was, habe ich mich da verguckt? Und sitzen in einer Zarge. Weiß ich nicht. Sitzt in einer Zarge. Da müssen wir doch mal gucken. Nimm mal den Zettel. Ja. Wo ist denn mein einer Deckel hingekommen? Da steht hinten die rausgenommenen Dinger drauf. Die, So, also von oben sehen sie schon mal gut aus. Ja. Ah, sie benehmen sich. Guck. Ja. Du hast jetzt befürchtet, dass sie schon im Boden gebaut hätten. Dass sie oder schon so. Wildbau gemacht haben. Hier ist wohl was vom letzten Jahr noch. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie schon gut voll sind. So, ja. Ne? So, wie erweitern wir das jetzt, Herr Doktor? Ah, das war jetzt einzagig hier, ne? Jo. Nach unten, nach oben. Und da wäre jetzt eben das Problem, wenn ich da jetzt erst, wo die Kirsche schon blüht, relativ früh, die kann man halt nicht stoppen, die Vegetation. Da kommt es, wie es kommt. Wenn die schon blüht und jetzt wird es tatsächlich warm, dann würden die sammeln wie blöd und würden aber, wenn ich jetzt den zweiten Brutraum oben drauf setze, erstmal alles in den zweiten Brutraum packen. Da will ich es aber nicht. Deswegen erweitere ich jetzt ausnahmsweise nach unten. Und ich tue einfach immer nur Mittelwände rein. Wenn man sauber geschleckte, helle Ex-Honigraubenwaben hat, kann man die auch unten reintun. Aber die können ja auch bauen. Hier sieht man nochmal sehr schön, wenn ihr jetzt Kisten kaufen geht, kauft Kisten vom vernünftigen Schreiner. Dann sieht es tatsächlich so aus, wenn ihr die frisch gekauften Rähmchen reintut, als hättet ihr sich vermessen hier. Da geht aber kein 11. mehr rein, da gehören 10 rein. Ihr schiebt den Platz, der da ist, rechts und links hin, sodass es sich verteilt. Dann wird weder links noch rechts wild gebaut. Und wenn die Bienen erstmal hier drin sitzen in ein paar Wochen, dann verschwindet dieser Hohlraum. Wenn die passgenau gemacht werden, die Zargen, und dann Bienen drin setzen und die Rähmchen quellen, dann kriegt ihr keine Rähmchen mehr raus. Also das hier ist von einem fachkundigen, imkernden Schreiner gebaut worden und nicht von irgendwo. Und auch wenn in die Zarge ein Baurahmen kommt. Die Thronbrut braucht mehr Platz nach rechts und links. So ein Thronbrutwabe ist breiter. Und da muss man auch darauf achten, wenn man den Baurahmen reinhängt, dass links und rechts vom Baurahmen etwas Abstand ist für Nachbarwabe. So, da muss der Baurahmen jetzt noch rein, ne? Ja.
Die hättest du ja natürlich jetzt nach unten hängen können, ne? Ja, die hätte ich nach unten hängen können. Gut, kommt dann irgendwo anders rein. Deswegen ist es immer leichter. Wobei, unten nach unten hängen nur leere Waben, da ist Futter drauf. Ich sag, es ist leichter zu imkern, wenn man sich auf, also wenn man nur mit den Völkern zu tun hat, ja. Und nicht noch zwischendurch was erzählen muss, oder? Also die beiden Schwärme, die mir abgehauen sind, waren eindeutig. Also ich hätte aber die Wabe jetzt auch nicht unten reingehängt, da ist Futter drauf. Keine Futterwaben unten reinhängen. Weil die dann nicht gut genug bewacht ist, oder? Au, guck, die haben Bock auf Kerle. Haben die schon was umgebaut? Oder? Ah ja, hier oben ein bisschen. Ja. Also das machen sie jetzt weiterhin, aber die wollen Männer machen. Und relativ dunkle Waben. Weil Männer können besser singen. Die Larven, so, wenn sie Futter raus. Ja. Pia, du hattest ja vorhin gesagt, du hast gerne unten die dunkelsten Waben drin. Ja. Das hast du dir jetzt hier schön verbaut. Genau, richtig. Wenn ich die Königin nicht gesehen habe, übrigens schüttle ich diese Bienen jetzt hier ab und nicht in den Honigraum. Habe ich auch schon gemacht, da saß sie im Honigraum. Relativ alleine wahrscheinlich. Nee, da kommen ja dann die Bienen hoch und da hast du ein wunderschönes Brutnest. Ah, und du wunderst dich bei der nächsten Kontrolle, wie du übersehen konntest, dass unten ein Schwarm abgegangen ist, weil ganz viele Zellen sind. Oh Mann, was man alles machen kann. Ein wunderschönes Brutnest auf ausgebauten Mittelwand kriegt man auch, weil da kann man auch testen. Wenn man das macht, was heute hier geschieht, Volk erweitern von 2 auf 3 Tagen. Und den Baurahmen reinhängen. Ne? Und dann guckt man ja nicht nur, man schaut ja auch, wie viele Futterwaben in der oberen Sage sind und entfernt die Futterwaben, die zu viel sind. Und jetzt muss aber für die Futterwaben Ersatz rein. Oh Gott, und dann so macht man es nicht. Nimmt man Mittelwände. Und diese Mittelwände kommen dann nicht an den Rand, sondern die kommen mitten ins Brutnest. Und das ist eine fantastische Gelegenheit, gerade wenn man Demonstrationen macht, dann 7 Tage später zu zeigen, was aus der Mittelwand passiert ist. Die Mittelwand ist dann, und wie schnell, sofort ausgebaut, weil wenn man 7 Tage später kommt, findet man auf der gesamten Mittelwand offene Brut, also die ehemalige Mittelwand. Siehst ausgebaut du, dass die Waben hochzieht? Ja. 7 Tage später, ne? Jetzt dann nicht wie 7 Tage später, immer wieder sonntags, ne, am Lebenszentrum. Die Waben werden von mir auch markiert. 7 Tage später wird die Wabe nochmal angeguckt. Ne? Und dann sind der größere Teil ist bestiftet, ist verdeckelt und ein anderer Teil ist noch offen. Und dann kann man auch sehr schön verfolgen, was sie ja heute hier auch gezeigt hat, wie die Königin die Eiablage gestaltet. Also in der Regel fängt sie in der Mitte an und dehnt dann das Brutnest auf der Wabe aus. Ach, so. Wahnsinn. Wahnsinn. So, Pia, jetzt sollst du weg. Also so mit kleinen Maßnahmen kann man, wenn man sie da noch beobachtet, wie sie was ausgelöst wird, ein Bienenvolk verstehen lernen. Jetzt wie ein Bienenvolk funktioniert. Und zeigen. Ein Bienenvolk funktioniert besser als keine Chance. Nee. Ein Menschenvolk. Pia, jetzt. Herr Philosoph ist wieder am Werk. Ja, das gehört auch dazu. Pia, hier, du hast hier so dolle durchgebaut. Die stärkeren Völker haben den Unterträger der oberen Rähmchen mit dem Oberträger der unteren Rähmchen verbaut. Und wenn ich jetzt reiße, dann drückt es hier an der Seite außen die Bienenblatt und dann sind die sauer. Deswegen, wenn man merkt, dass es nicht geht, fährt man nach oben mit dem Stockmeißel rein und drückt die angebauten Waben runter und dann geht's. Oh, guck, und sie haben hier, deswegen ging das nicht. Lauter Kerle dazwischen. Mhm. Oh, die sind schon recht weit gediegen hier. Die sind besonders lecker. Die meisten sind da Milben drauf. Was? Ich habe da heute noch keine Milben gesehen. Nee, heute nicht, aber oft sind die. Da übrigens sieht man, der ist kurz vor der Verdeckelung und Verpuppung. Den gesamten Nahrungsrest aus seinem Futter, Pollen etc., den er nicht verwerten kann und jetzt gleich als Bienenkinderkacke in die Zelle abgibt, sieht man als orangen Streifen hier oben. Das schmeckt besonders lecker.
So, mal gucken, wo ich da die Mittelwand reingestopft habe. Ach so, weil du hier was rausgenommen hast. Ja, habe ich geschröpft und habe irgendwo was reingesteckt. Oder war es eine ausgebaute Wabe? Ich weiß es nicht mehr. Tja. Gute Frage. Auf jeden Fall habe ich den schon geschröpft, weil ich dachte, er kann es vertragen. Und das wollte ich vorhin noch sagen. Normalerweise entnimmt man, wenn man den vollen Honigertrag haben will und die optimale Entwicklung der Völker, würde man jetzt noch nicht schröpfen, außer man hat solche Völker wie die Dorothea Axtmann aus Bonn, die jetzt schon einen Drohnenrahmen voll ausgebaut und schneidereif haben. Ich schröpfe die erste Brutwabe für Ableger in der Regel dann, wenn ich das erste Mal den Drohnenrahmen schneide. Das wäre also jetzt bei diesen Völkern in 2 Wochen. Mhm. Da ist er schneidereif. Das haben wir auf dem Weg hierher noch diskutiert. Mhm. Aha, echt? Ja. Ob das, ob sozusagen auch rechnerisch irgendwie quasi anhand der Populationsschätzung, also wenn sozusagen das, jetzt gerade ist ja das Biene zu Brutzahlverhältnis, du hattest ja diese Grafik, ne, irgendwie bis zu 4 oder so. Und da ist schon ein Drohn. Schönes Wetter und der Hochzeitsflug gelingt. So, und ob es da sozusagen auch einen bestimmten Wert gibt, wenn man jetzt sieht, das Biene zu Brutzahlverhältnis ist ja jetzt gestiegen in den letzten Wochen. Aha. Und dann sinkt es ja irgendwann wieder ein bisschen. Ja, also dann, wenn die Völker in Schwarmlust geraten, das passiert meistens dann, wenn die Königin im Maximum ihrer Eilegerate angekommen ist und nicht mehr Eier legen kann pro Tag als diese 2000. Ja. Dann aber ja 3 Wochen später jeden Tag 2000 Bienen schlüpfen, die jede für sich wieder 4 Brutzellen pflegen will und sie kann einfach nicht mehr, die Königin. Ja. Dann wird es ihnen langweilig und dann geraten in Schwarmlust. Aber das heißt, vorher möchte ich ja schon anfangen, dann mal schröpfen, zu schröpfen. Genau. Ja. Und das ist immer schwer auszumachen, weil das natürlich auch einen genetischen Faktor hat, wann sie schwärmen. Oder wenn jetzt ewig schlecht Wetter ist und die hocken alle drin, dann ist auch eher Schwarmlust und sowas. Mhm. Für mich ist die Richtschnur jetzt immer, wenn ich das erste Mal den Drohnenrahmen schneide, ist es auf jeden Fall richtig, nicht zu früh. Ja. Vielleicht eher ein bisschen zu spät, aber okay. So, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich habe offensichtlich eine bereits ausgebaute helle Wabe reingehängt. Ja. Die vielleicht, aber das kann nicht sein vor 10 Tagen. Kann das sein, dass ich hier vor 10 Tagen eine Wabe leer ausgebaut reingehängt habe und das jetzt die Brut ist? 10. Wir müssen mal wieder Hausaufgaben geben. Ja. Wenn sie direkt bestiftet hat vor 10 Tagen, 3 Tage Ei, 6 Tage Larve, jawohl, das kann die Wabe sein. Das kann die Wabe sein. Ja. Die ich reingehängt habe vor 10 Tagen als Ersatz für die geschröpfte. Würde ja tatsächlich auch insofern plausibel sein. Ja, helle Brut, junge Brut, frisch verdeckelt. Ja, weil hier siehst du jetzt nicht dieses Kreismuster wie auf den anderen Waben. Stimmt, ja, richtig. Genau. Zeig mal eine andere Wabe, vielleicht... Nicht schön. Ja. Hier ist Holter die Polter mit Pollen und allem drum und dran. Und Männer. Hier, da, überall sind die Kerle. Da kann man schon Zeichnen üben hier. Bremsen, festhalten, hochziehen. Und jetzt könnte man ihn packen und anmalen. Nee, nicht hübsch hier oben. Hier sind auch dunkle Waben. Okay. Ja, ach, aber, hier aber ist guck sie. Mal. Oh, also. Letztes Mal habe ich sie nicht gesehen. Wir üben mal mit der Königin. Bremsen. Nicht quetschen, mit beiden Fingern am Bruststück zart fühlen, dann mit den Fingerspitzen hochrutschen und jetzt habe ich sie an den Flügeln. Ja. Jetzt setzt man wunderschön, dass ich lange Ohren habe, dann kann ich nämlich mit einem Finger das Rämchen wieder reinhängen. Die Königin habe ich immer noch hier. Ich und halte hast du auch sie Farbe in der Tasche? Mit der anderen Hand fest. Ich gehe nicht ohne Farbe in der Tasche aus dem Haus. Und jetzt... Wurdest du schon mal von der Polizei angehalten? Leeren Sie mal Ihre Taschen aus. Genau. Nee, aber die haben tatsächlich mich öfter schon und dann im Heck bewundert, was da alles rumrutscht. So, gut, was wollten wir? Drohnenrahmen. Genau. Und ich wollte einmal das kreisförmige Brutnest sehen und das haben wir gerade so auf der einen Wabe gesehen. Ja, aber hier finde ich es jetzt nicht, weil die so verranzt sind, die Waben. Ja, aber... Da ist übrigens Frage, wie kann es sein, wo ich doch eigentlich immer
normalerweise die Völker, zweiter Brutraum obendrauf, Honigraum obendrauf. Dann sollten also die dunkelsten Waben eigentlich unten sein. Wie kann es sein, dass hier die dunkleren Waben im oberen Raum sind? Teilen und behandeln, würde ich sagen. Richtig. Und teilen und behandeln ist aber auch, um nochmal darauf zurückzukommen, von dem Volk davor, wo du jetzt nach unten erweitert hast, wäre teilen und behandeln ja der Trick, um am Ende die dunklen Waben rauszubekommen. Genau. Ah, und jetzt muss ich dich gerade doch nochmal, ich wollte dich loben, aber war es doch nicht. Beim Teilen und Behandeln haben wir ja die Möglichkeit, dunkle Waben loszuwerden. Ja. Hier die dunklen Waben kommen dadurch, dass ich hier zwei Jungvölker im Herbst vereinigt habe, die mir zu schwach waren oder wo irgendwas nicht gepasst hat. Und dann habe ich zufällig das mit den dunkleren Waben, was sich besser entwickelt hatte, obendrauf gesetzt, weil da die bräfere Königin drin war. Also gar nicht teilen und behandeln. Nicht teilen und behandeln, weil bei teilen und behandeln könnte ja Wabenhygiene machen. Ja, ja, genau. Aber ich hatte. Schlampt hat man auch mal. Ja, genau. Ich hatte jetzt eher an die Frau Dr. Auernmüller gedacht. Ja, die da immer mal schlampt, ich weiß. Ja, weil die Frau Dr. Auernmüller die Mittelwände für den Herrn Dr. Liebig dauernd bereitstellen muss und die Waben einschmelzen und so weiter. Aber er ist ja auch ein bisschen gebrechlich, guck mal. So, und da fühlt es sich jetzt verdammt schwer an, sodass ich jetzt hier mal eine Wabe rausnehme mit Futter. Ich muss sowieso eine rausnehmen. Da ist ein bisschen frisch eingelagert, umgetragen. Ist es frisch? Kannst du mal spritzen? Ist wahrscheinlich. Oder? Wird nicht spritzen. Oh ja, es sieht... Oh, da ist aber schon... Ding dabei. Ja? Ja, guck. Das ist dabei. Ja, hier und wie das regnet. Löwenzahn, wahrscheinlich kann ich jetzt gleich nicht mehr sprechen. Ja. Allergie oder ich was? Ich vertrage keine Löwenzahnpollen. Scheiße. Na, noch ist es nicht so weit. Das ist schon Nektar. Das schmeckt auf jeden Fall, ja. Mhm, was mache ich denn mit dem? Der ist mir jetzt zu suppig, als dass ich ihn mitnehme und im Auto lasse. Aber guck mal, ist die ist angebrütet. Ja, ja. Aber lass doch, hier, irgendwer anders braucht bestimmt gleich noch eine Wabe. Ja, ich tue den woanders gleich rein. Weil die Wabe, die ich rausgenommen habe und die ich jetzt auch wieder unterbringen muss, die daneben steht, ist eine zwar dunklere, aber mit Kindern drauf. Die kann ich nicht rausnehmen. Ich kann als Platz für den Drohnenrahmen nur eine Wabe rausnehmen, die... keine Kinder hat. Und jetzt brauche ich noch einen Drohnenrahmen. Der ist gedrahtet, der wird eingeschmolzen. Ich brauche einen ohne Draht. So, wir müssen jetzt bald mal Feierabend machen hier, oder? Wir müssen noch warten, bis noch 27 Leute kommen. Oh, und jetzt Schmerz. Schmerz, guck mal, die schöne frisch. Der Gerhard hat ja zukünftig, ist er ja bewegungsunfähig und dann kann er ja schön was... Ja, soll ich dir noch ein paar Drohnenrahmen von uns mitbringen? Oh, warte, warte, Gerhard, wir hören dich nicht. Jetzt. Zum Schleudern von Drohnen. Ja. Ach so, der Lego-Man macht sich Sorgen, dass du Varroa-Milben mit isst und ob du nicht Angst vor den Krankheitserregern hast. Oh ja, da kriege ich 8 Beine. jetzt wollte ich, es war aber jetzt ein Witz, oder? Hier ich weiß jetzt es nicht genau. Manchmal weiß man das nicht so Also genau. Selbst wenn ihr Faulbrut im Volk habt... und den Honig ja dann noch vermarkten und essen dürft, werden eure Kinder wahrscheinlich nicht faul. Brut. Sackbrut wirkt sich auch nicht auf den Menschen aus, glaube ich. Hm. Oh, stimmt. Heute ist ja hier, wie heißt es, Karfreitag. Ach so, da darf man keine doofen Witze machen, oder was? Nee, Karfreitag wurde der Latin-Jupp dran genagelt, oder? Was wird wo genagelt? Ja, genau. Und Pia, du bist doch hier, du bist doch aus Bayern. Ich bin extra ausgetreten aus der katholischen Kirche. Und vielleicht hättest du jetzt die beiden Völker, die hier scheinbar tot waren, einfach noch 3 Tage... Dann hätten wir am Montag kommen müssen. Wieder auferstanden? Ja, genau. Sie waren ja nicht ganz tot. Ja, okay. So. Nein, Entschuldigung, ich... Hier keine religiösen Gefühle verletzen, wobei die Religion, eigentlich bin ich ja bei dir, die Religion verursacht viele Kriege. So. Nein, ich, warte, ich habe dich ausgeschaltet, du hast irgendwie gehustet vorhin, so jetzt kannst du wieder was sagen. Tanja hatte gefragt, ob wenn man jetzt ganz, ganz viele Honigraumwaben hat, die ausgebaut sind, ob sie auch einfach ganz mit denen erweitern kann oder ob da was gegenspricht. Perfekt, kann sie,
Beschäftigungstherapie vielleicht. Genau, ja, aber sie kann ja dann auch Waben schröpfen, Drohnenrahmen schneiden, ja. Kann sie. Also, alle Religionen können machen, was sie wollen, solange sie mir nicht auf die Nerven gehen. Ja, das, ja, genau, solange sie uns nicht bekehren wollen. Die vertikal geteilten Honigräume, die könnt ihr euch gerne kaufen, wenn euch die ganzen Honigräume zu schwer sind, würde ich ja verstehen. Da gibt es diese vertikalen und dann ist natürlich alles viel leichter zu handeln. Man muss aber aufpassen, kauft die richtigen. Normalerweise hat die Zagenwandstärke sind, glaube ich, was, wie viel 20 Millimeter. Ja. Und der hier Schreiner muss die schon dünner machen, damit dann jeweils 2x5 Farben reinpassen. Und dann müsst ihr auch gucken, dass ihr immer, wenn ihr die aufgesetzt habt, schiebt ihr vorne und hinten das zusammen, damit hier nicht irgendwie so ein Loch ist. Ach, müssen wir jetzt hier noch einmal das Kipp-Ding ausprobieren? Ich weiß noch gar nicht, wie man das dran kriegt. Willst du es ausprobieren? Weiß das. Ja, willst du es ausprobieren? Dann mach. Ich will es nicht, aber ich will es jetzt tun. Ich kriege ja noch nicht mal den Gurt ab. Oder auf, oder... Wo ist denn das Kipp-Ding hier? Gerhard, hast du das... den Spanngurt, guck mal hier. Ups. Komm, wir probieren es zumindest einmal aus. Mach mal da noch keinen Deckel drauf. Guck mal hier. Das hier, hm? Ja. So, jetzt müssen, glaube ich, soll die ich was hier halten? Da rein. Oder du sagst wie? Und jetzt. Oh, der Gerhard hat nicht Bescheid gesagt hier. So, jetzt das auf der anderen Seite auch in den Griff rein. So habe ich zumindest das Bild interpretiert. So, und jetzt? Und jetzt Spanngurt spannen. Oh Gott, wie? Ich brauche eine dritte Hand auf jeden Fall. Ja, genau. Hoffentlich wachsen mir bald neue Hände. Warte, hier ziehen. Also, hier so. Ziehen. Und das ist jetzt fest? Nee, jetzt musst du noch ein bisschen spannen. Nicht. Jetzt musst du hier die Ratsche ratschen. Das kann ich nicht. Ratsch noch ein bisschen. So. Ja. Ja, reicht. So, und jetzt kann ich das kippen. Genau, und jetzt kannst du zweizagig kippen. Also, ja, es geht. Gehen tut's. Gut. Aber ich bleib trotzdem, ich vertraue auf das... Ich vertraue aufs Propolis von meinem. Ja, normalerweise klebt es, ja. Aber tatsächlich, manchmal, gerade wenn man auch Zagen hat, da ist die Rutschleiste schon abgerissen, weil es sonst nicht gepasst hat oder so, rutscht das dann schon manchmal gefährlich. Hm. Ja, also ich bezweifle nicht, dass das funktioniert. Gut. Und wie hieß er nochmal? Wie kriege ich es wieder ab? Mario? Wer hat's gebaut? Mein Lieblingshesse. Der Thomas? Nee, ich habe den Namen vergessen. Entschuldigung. Matthias? Oh Gott, ja. Ich muss was trinken. Ja, verzeih mir. So, jetzt weißt du noch, den da hochziehen und dann hatte? Ganz rüber. Ich glaube Thomas. So, und jetzt ist wieder frei. Thomas heißt Thomas er nicht. Thomas heißt er, glaube ich. Heißt er Thomas? Oh je. Thomas aus Hessen. Thomas? Ich glaube schon. Mein Liebling. So, also, habt ihr den nächste gefunden? Mal Namen hier drauf eingravieren direkt. Ja, genau. Oh, ich weiß es doch. Warte, eigentlich. Hier, Matthias da vorne heißt er, glaube ich. Hier war die Kiste. Ach so, da war die Kiste. Vielleicht steht es drauf. Hier, diese. Matthias. Es funktioniert Entschuldigung. Doch noch. Mein Hirn funktioniert doch noch. Tut mir auch leid. Das hier die Bienendemenz. Ja, echt. So also gut. Ich räume es ja weg. Ja, funktioniert. Ja, funktioniert. Gut. Perfekt. Du musst und mir aber noch mal zeigen, ich wie ich das mal loskriege. Ich mag ja das mit dem Edelstahl. Ne? Ja, also, das sieht sehr hübsch aus. Wirklich. So, haben wir jetzt alle ausreichend verwirrt? Ich denke schon. Und obwohl wir so furchtbar viel gelabert haben, haben wir ja jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Völker auf Futter kontrolliert, geguckt, ob sie schwärmen wollen. Wollen alle nicht. Einzelne haben aber schon viel Drohnen zwischen den Zagen und haben Spielnäpfchen. Dann haben wir eine Drohnenwabe reingetan, dafür eine andere Wabe raus. Sinnlos die Brutnester bewundert, dann Abspecke da drauf, vorher ein bisschen abgekratzt, damit es drauf passt und erweitert mit dem Honigraum. Aber Pia, du freust dich immer so, wenn du Brutnester anguckst. Ja, das ist auch echt hübsch. Und wie die das hinkriegen und wie das scheißegal ist, wie kalt genau es ist. Da. Und das ist wirklich, also... Oh. Man macht sich viel zu viel Sorgen immer um die Mädels. Und das ist natürlich dann Tür und Tor, öffnet das für Leute, die euch viel Geld aus der Tasche ziehen und euch irgendeinen Scheiß verkaufen oder euch Angst machen. Das ärgert mich ja, dass die euch Angst machen. Ihr müsst keine Angst haben, die kriegen das hin, die Mädels. So, müssen wir noch irgendwelche Fragen? Es gilt der Satz, die Damen, Bienen können es besser, als die Herren Imker glauben.
So wie der Satz, der Fehler steht hinter dem Kasten. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe noch was vergessen. Ein bisschen wegziehen? Wir müssen, das ist sehr schwer. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen noch jetzt selber mal Geld verdienen. Oder? Jetzt wird es aber ernst. Nee. Wir haben wissenschaftlich geprüft. Komm, nein. Das bringen wir jetzt an. Nein. Hier, dieser Technik-Freak hat mir gebaut. Die Batterie ist alle, oder? Nein, das geht. Ja. Und zwar muss man da einen Kurs bei mir belegen, damit man das korrekt anbringt. Im zeitigen Frühjahr, wenn die Pollensammlerinnen immer so verklammt nach Hause kommen, dann macht man hier so ein Dings hin. Oh, habe ich es jetzt tatsächlich kaputt gemacht? Ja. Wenn die Powerbank da ist, dann meine. Hier, probier mal hier Strom weg hier. So, jetzt ist die Verbindung wieder da. Oh, jetzt ist es wieder kaputt. Ja, da musst du aber nochmal dran arbeiten. Ja, vielleicht ist wirklich Strom leer hier. Hast du eine andere? Hier, nimm den Strom. Hast du drauf gedrückt? Ja, steck mal rein. Und dann gucken wir mal, ob die Kiste was sagt. So, und dann hat ein sehr schlauer Jungimker letztens festgestellt, dass Rot die Bienen ja gar nicht sehen können. Und dann hat sich es aber selbsttätig in funktionstüchtige. Orange können die Bienen sehen. Ja, hervorragend. Und wie man hier den Zuflug regeln kann. Ja, ne? Ja. Der Wahnsinn. Also, ohne Ertragssteigerung mindestens 300%. Also 89,95 inklusive Mehrwertsteuer. Sehr hübsch. Pia, weißt du eigentlich noch, wer das ursprünglich gebaut hat? Ich habe den Mann vor mir und irgendwo habe ich ihn. Es ist einer meiner Jungimker gewesen, der dadurch immer aufgefallen ist, dass er alles kritisch hinterfragt hat. Ich hatte gesagt, die normalen Flugbretter, die man so kaufen kann, vor die Kisten, damit die landenden Bienen leichter reinlaufen können, die haben messbar keinen positiven Effekt. Also lasst die Bretter weg, die braucht man gar nicht. Und dann kam er mit dem beim nächsten Mal an und hat gesagt, das hätte ich noch nicht geprüft. Und es stimmt, ich habe es noch nicht geprüft. Deswegen machen wir jetzt einen Feldversuch. Ihr kauft die Dinger. Wir machen 2000 Stück vor die... Nein, Quatsch, gell? Ja, und jedenfalls waren die LED-Leisten kaputt. Und dann habe ich Pia da ein paar neue drauf getackert. Ja, und genau. Dann, aber die schöne Autobahn ist von dem Jungimker da noch. Ja, oh, sehr hübsch. Und wie die Pfeile hier alle in die richtige Richtung. Oh, jetzt ist wieder aus. Ja, das dauert jetzt, glaube ich, ein bisschen. Und dann müsste es rot wieder angehen. Los. Ist besonders gut für den Nachtflug, schreibt Lars. Genau, für den richtig. Und dann guck da oben. Ah, guck mal, süß. Hier muss ich ein Ding hinmachen. Hier hat ein Specht offensichtlich, habe ich gar nicht gesehen. Oh, ja. Ein Loch reingemörtelt und das finden sie gut. Das ist natürlich lustig, wenn man dann zufällig mal so ein Volk einpackt und es woanders hinwandern möchte und übersieht, dass da oben auch noch ein Loch ist. So, sehr hübsch. Gibt es noch mehr Fragen, Danke. Die wir noch klären müssen? Ja, wir hatten jetzt gar nicht mehr darüber gesprochen, wie Völker nach der Sanierung aufgeteilt werden. Wir machen Folgendes. Ihr stellt euch vor, wir haben ja jetzt, wenn man ein saniertes Volk hätte, unten zwei Bruträume, wo der Große sitzt, dann Absperrgitter und der Kleine obendrauf. Wenn ihr das jetzt noch probieren wollt, das haben wir ja jetzt nicht gemacht, weil die zwei ohne Königin waren, mit denen ich es machen wollte, dann würde ich tatsächlich als vierte Zage nochmal mit Absperrgitter einen Honigraum aufsetzen und hoffen, dass das starke Volk unten den demnächst bei schönem Wetter gesammelten Honig oder Nektar durch den Schwachen durchträgt nach oben in den Honigraum. Weiß ich aber nicht, ob das passiert. Irgendwann, also in der Regel, trennt man den Ex-Schwächling vom Ex-Starken etwa nach 3 Wochen wieder. Das wäre so um die Kirschblüte. Zur Salbeidenblüte setzt man sie übereinander, zur Kirschblüte trennt man sie. Jetzt kann man nicht den Schwachen einfach nehmen und wieder dahin zurücktragen, wo er vorhin war, weil dann hätte er die gesamte Brut, aber keine Bienen mehr, die sich drum kümmern, weil die Bienen sich ja jetzt da eingeflogen hätten. Deswegen macht man es so, dass man den Schwächling runterhebt, den Ex-Schwächling, dann auf den Boden des Doppelvolkes eine Zage mit Mittelwänden, wie wir es gerade gemacht haben, Zage mit Mittelwänden, dann den Schwächling obendrauf, der ist ja jetzt nicht mehr so schwach, da rein gleich ein Drohnenrahmen, Absperrgitter, Honigraum. Der Schwächling erhält sofort den unteren Brutraum und den Honigraum. Den Ex-Starken, der immer noch stark ist, trägt man ein paar Meter weiter auf die übernächste Palette, gibt ihm einen neuen Boden,
Drohnenrahmen, Absperrgitter, Honigraum, sodass er dann auch auf 3 Tagen ist. Dann werden aber von dem weggestellten Staken nochmal ein paar tausend Bienen versehentlich zurückfliegen zu dem Ex-Schwachen und dann gleicht sich das noch ein bisschen aus. Dann profitieren beide. Der Starke ist etwas geschrüpft, der Schwache ist deutlich gestärkt und dann hat man sie etwas egalisiert. Und jetzt müssen wir vielleicht den Gerhard hier nochmal mit dazu befragen. Ihr könnt auch die Biene fragen. Wir können die Biene fragen hier. Ja, ich dachte, du wolltest den Schmutz da unten zeigen. Nee, die Biene. Jetzt, ich habe sie vom Boden gesammelt, aufgehoben und hier trägt sie jetzt zum Volk. Oh, sehr schön. Der eigentliche Punkt, warum macht man das Ganze mit diesem, man saniert den Kleinen? Der Punkt dabei ist doch, dass am Ende die beiden einzelnen Völker durch dieses gegenseitige Stärken so stark sind, dass die beiden Einzelnen in Summe mehr Honig bringen, als das eine starke Volk gebracht hätte. Richtig, und das andere halt gar nichts. Oder so. Ja. Also, diese Variante der Doppelvolkbetriebsweise, der zeitlich begrenzten Doppelvolkbetriebsweise, die ist sinnvoll. Mhm. Ja, weil das schwache Volk, also ich habe ja das dann vielfach ausprobiert, ab wann es sich nicht mehr lohnt und, ja. Also wenn es schwach ist, die Königin muss in Ordnung sein. Es ist ja auch hier jetzt passiert, dass die Königin verschwunden ist. Ja. Ne? Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum ein Volk so schwach ist bei der Auswinterung. Mhm. Aber wenn die Königin in Ordnung ist, kann man das schwache Volk schneller in Schwung bringen, ja, ohne dass das starke Volk an Schwung verliert, also messbar an Schwung verliert. Ja, vielleicht einen kleinen Knick, aber es kommt dann dafür, wenn überhaupt, nicht in Schwarmstimmung. Hm. Also später in Schwarmstimmung, das starke Volk. Ne? Hm. Und es ist ja auch noch so, also das ist zwar heute gesagt worden, ist ja so, Völkerführung während der Schwarmzeit bedeutet auch rechtzeitig eingreifen, bevor sie schwärmen, entscheiden zu schwärmen, schröpfen. Dieses Brutwaben mit ansitzenden Bienen rausnehmen. Genau, das hat man ja gerade, wenn der Drohnenrahmen das erste Mal schneidereif ist. Ja, ja, das hat sie erzählt. Ne? Ja. Möglichst bevor sie in Schwarmlust geraten, wobei man das natürlich auch nicht immer so einfach sieht. Wobei es aber wissenschaftlich in Zahlen kann ich es sehr gut beschreiben. Hm. Nur man hat natürlich keine Zeit, das als Imker am Bienenstand diese Zahlen zu produzieren. Und deswegen kann man aus dem aus den Zahlen, die ich da bei diesen vielen Untersuchungen gemacht habe, nur schließen, wie sieht ein Volk aus. Ja? Mhm. Und was sind die Merkmale dafür, dass ein Volk in Schwarmstimmung, demnächst in Schwarmstimmung gerät. Mhm. Und das ist bei der Kippkontrolle, wie gesagt, möglich. Mhm. Und dann auch beim Baurahmen. Ja, wie der Baurahmen ausgebaut wird und so weiter. Und dann braucht es auch eine gewisse Erfahrung, dass man das rechtzeitig erkennt, weil es klappt nicht von Anfang an bei Jungimkern, ne, sondern da ist auch eine Empfehlung von mir, wenn man sicher gehen will, macht man diese Schwarmkontrolle, diese Kippkontrolle nicht alle 7 Tage, sondern alle 4 Tage. Wenn man nicht gut sehen kann. Wenn man befürchtet, dass man frisch abgelegte Eier, in Spielnöpfchen abgelegte Eier übersieht. Ja, dann, weil der Schwarm geht ja erst raus, wenn die Schwarmzelle verdeckelt ist. Hm. Ja? Und 3, 5, 8 König ist gemacht, vom Bestiften bis zum Verdeckelung vergehen 8 Tage. Ich habe noch gelernt, alle 7 Tage Schwarmkontrolle zu machen. Das haben mir erfahrene Imker beigebracht. Alle neun Tage. Das haben mir erfahrene Imker beigebracht. Ja? Steht auch in der ersten Ausgabe einfach Imker noch drin. 7 bis 9 Tage. Neun Tage. Hat er das steht noch? Steht da drin? Ja, irgendwie im Vorwort. 7, 9 Tage. Ja. Nee, ich glaube, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich die 7 Tage da noch nicht erwähnt habe. Das besser ist in kürzeren Abständen. Doch, du hast geschrieben, dass es besser ist in kürzeren Abständen. Aber irgendwie, ich glaube, im Vorwort steht... Neun Tage geht natürlich auch. Ne? Weil ich kann ja nicht unterstellen, dass ich mache die Kippkontrolle, stelle fest, keine
Eier, keine Schwarmstimmung. Und bis das Bienenvolk gemerkt hat, hoppla, wenn wir raus wollen, müssen wir uns beeilen. Nee. Gibt es noch Fragen, die wir noch klären müssen? Ja, kann ich noch mal kurz zurück zur Sanierung. Ihr macht das ja nur bis zu einer bestimmten Schwäche. Also wenn die Völker zu stark sind, dann setzt ihr die ja nicht auf. Was ist da eure Grenze? 2000 Bienen? Und warum? Wenn die 3000 Bienen stark sind, wir haben ja gerade gesehen, die Schwächeren geben Gas und holen auf, was die Brutzellzahl angeht, und die Bienenzahl, die schaffen das von alleine. Die sind auch nicht gefährdet, wenn noch mal eine kalte Nacht da ist, dass sie erfrieren, wenn sie 3000 Bienen haben. Das ist ja ein Knubbelchen. Wenn du ein relativ starkes Volk mit 3.000, 4.000 Bienen auf ein Volk setzt, was selber nur 6.000, 7.000 Bienen hat, dann kann es eher zu Konflikten auch noch kommen. Und dann gefährdest du vielleicht die untere Königin, die von dem stärkeren Volk. Also deswegen besonders schwache Völker auf die starken, weil nur die sind gefährdet zu erfrieren, die profitieren, und sie sind so schwach bis 2.000 Bienen, dass den unteren nichts tun. Das heißt, wäre dann das Risiko einfach zu groß, dass man das verliert und der Nutzen eben... Oder dass nur oben, das beschreiben auch immer wieder welche, dass die obere Königin da ist und die untere fehlt in dem ehemals guten Volk. Mhm. Ganz wichtig vielleicht, das sind empirische die man immer wieder mal macht es, so, man schätzt, man weiß, wie stark die sind, dann macht man es, dann schreibt man auf, ob geklappt hat oder nicht. Genau. Und das hunderte Male. Genau, und ganz wichtig ist, das bedeutet nicht, dass ein Volk, was 2001 Biene hat, dann auf einmal nicht funktioniert. Nicht funktioniert, sondern das sind Wahrscheinlichkeiten, die aber gut mit Daten begründet sind. Genau. Deswegen, wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch jemanden, der gemeint hatte, bei dem Einsteiger-Sachen, wo ich euch nächsten Dienstag, nächsten Donnerstag eingeladen habe, da hatten wir am Bienenstand gesagt, hat er einer gefragt, wenn er ein schwaches und ein starkes Volk hat, ob er die jetzt einfach verstellt, damit dann dem Schwachen die Bienen vom Starken zufliegen. Und dann habe ich gesagt, das würde ich nicht machen, weil das nicht den Effekt hat, den man sich erwartet. Also der Schwache profitiert nicht so, wie man sich's errechnet. Und dann war jemand, der meinte, er macht das immer. Und das ist natürlich immer das Problem bei der Imkerei, dass wenn jemand mit 10 Völkern was dreimal erfolgreich gemacht hat, dann hakt er sich das ab unter erfolgreich. Ja. Und wenn ich das mache und ich habe nur eine Erfolgsquote von, weiß ich nicht, 50%, dann ist es so schlecht, dass ich es nie wieder empfehlen würde. Also ich erwarte, dass es in mindestens 9 von 10 versuchten Fällen dann auch gut funktioniert. Und das ist da nicht der Fall. Ja, oder sagen wir 8 von 10. Oder 8 von 10 Fällen, weil das beim Sanieren hast du ja auch einen Ausfall von 5. Das also wäre 80% funktioniert. Wobei das dann ja nicht nur mit der Volksstärke zusammenhängt, sondern wahrscheinlich die Ausfälle auch noch was mit der Königin zu tun haben. Die taugt dann halt einfach nichts. Und da ist es dann übrigens auch nicht schlecht, wenn ihr guckt nach, ich hatte ja schon die Befürchtung, dass sie nicht mehr gut beieinander, du hast gesehen, die hat so einen Knubbel oben dran, also der ging es nicht mehr gut. Wenn ich die jetzt einfach so vor sich hin hätte rumziehen lassen oder versucht hätte, sie mit Bienen oder Brut zu verstärken, dann hätte ich da noch ewig rumgezogen, wahrscheinlich bis ich endlich erkannt hätte, das bringt nichts. Da habe ich sie aufgesetzt und ein paar Tage später haben die unteren Bienen entschieden, rüber runter, sie war weg, fertig. Haben es aufgeräumt. Noch eine Frage? Naja, ich überlege gerade, wenn man jetzt dann eben Volk hat, was 3000 Bienen zur Saalweidenblüte hat und dann entscheidet, okay, das werden wir jetzt nicht aufsetzen, und dann wächst es aber über die nächsten 3-4 Wochen nicht so sehr und ist jetzt dann nur zur Kirschblüte 4000 Bienen stark. Oh, das ist eher mager, ja. Dann hast du halt keinen Honig. Oder das wäre dann eher ein Kandidat, den man auflösen würde? Nee, die würde ich dann einfach weiterführen. Solche Völker gibt es auch manchmal, die losrennen und dann hängen sie hinter den anderen her. Was der Gerhard gerade gesagt hat, wenn wir jetzt eine Populationsschätzung machen und feststellen, die Sortierung, die ihr am Anfang gesehen habt, stärkstes Volk, dann immer schwächer bis zu den Schwächsten. Du kannst nicht erwarten, dass die gleichermaßen alle zunehmen an Volksstärke, sondern das Stärkste wird wahrscheinlich überholt werden von irgendeinem, was eher in der Mitte liegt. Und die ganz Schwachen werden welche in der Mitte überholen und dafür werden welche von der Mitte nach unten rutschen in der Volksstärke. Beim Bienenvolk ist immer das Problem, dass es eben keine in einem Käfig und in einer großen Halle gehaltenen, definierten Meerschweinchenpopulationen sind, sondern die fliegen draußen, die haben unterschiedliche Genetik, 20 Männer sind beteiligt bei jeder Königin. Also das ist so viel Varianz, dass ja das Schöne ist, dass man als guter Imker es hinnehmen lernt,
hinzunehmen lernt, dass man vieles einfach nicht bestimmen kann, sondern dass die Weiber das machen und dass man sich auf die Dinge beschränkt, die man weiß, dass es gut tut, wie jetzt zum Beispiel Drohnenrahmen gehen, nach dem Futter gucken und erweitern, und die macht man und den Rest überlässt man den Bienen. Ich habe durchaus Völker, die jetzt ganz gut aussehen mit 6000 Bienen und 10.000 Brutzellen, natürlich ein Honigraum drauf, alle anderen sind drin und die gehen einfach nicht in den Honigraum. Die wollen einfach nichts sammeln oder keine Ahnung. Hat, glaube ich, auch jeder Imker schon mal erlebt. Ja, ist dann halt so. Da denkst du, was denn hier? Ja. Der andere, daneben ist der Honigraum voll und die sind ungefähr gleich stark und die haben... Was, daneben ist der Honigraum voll? Ja, habe ich letztes Jahr ganz ausgeprägt an der Koppel, das war lustig, da haben Margeritenwiesen geblüht oben. Mhm. Und da war ein totaler Unterschied. Das habt ihr schon mal ausprobiert, die Honigräume zu tauschen? Das fragt Martina noch. Also was haltet ihr davon, Honigräume zu tauschen, um gleich starke Völker zu erhalten? Das hat auf die Volksentwicklung. Bei einem schwächeren Volk, einen Honigraum von einem starken Volk drauf. Im Honigraum sind nicht ausreichend Bienen, um irgendeine Auswirkung auf die Volksstärke zu haben. Macht und da sind nicht. Ja auch hauptsächlich die Flugbienen, die dann zurückfliegen. Genau, ja, macht man nicht. Sagen wir nicht, das ist keine gute Begründung. Sondern im Honigraum, wenn ihr mal guckt, weiß deswegen, dass das überhaupt nichts bringt, weil es einen imkerlichen Rat gibt, bei der Honigernte soll man die Waben einzeln rausnehmen und abfegen und die abgefegten Bienen zu einem großen Kunstschwarm machen, den man dann als eine Form von Ableger nutzen kann. Das habe ich am Anfang versucht. Und da könnt ihr 40 Wirtschaftsvölker, alle Honigraumbienen abfegen und ihr habt immer noch keinen Kunstschwarm, weil im Honigraum schlauerweise keine Bienen sitzen. Oder nur dann, wenn großer Trachtflug ist, dann tragen sie ein oder die Nacht danach, dann schleppen sie das Essen aus dem unteren Brutraum hoch in den Honigraum die ganze Nacht über und dicken es dabei ein. Und dann habt ihr bei der direkten Befüllaktion sind halt mal 2000 Bienen im Honigraum. Aber sobald die damit fertig sind, also entweder Honig fertig oder es kommt gerade nichts mehr, da sitzen dann eine Handvoll, die den Schuss nicht gehört haben, sitzen oben im Honigraum und die anderen sitzen sinnvollerweise unten, da wo es Arbeit gibt. Also man kann durch Tauschen von Honigräumen höchstens eins erzeugen, ein Volk, ein starkes Volk, was in der Regel ja einen volleren Honigraum hat. Wenn der Honig noch nicht fertig aufgearbeitet ist und das setzt man jetzt dem schwachen Volk auf, das nicht genug Personal hat, um den Honig vernünftig aufzuarbeiten, dann wird der Honig womöglich nicht reif. Ich würde niemals die Honigräume tauschen zwischen starken und schwachen Völkern. Der Honig kann, auch wenn er verdeckelt ist und schon fertig scheint, durch die Zelldeckel wieder Wasser ziehen, wenn da sich niemand vernünftig kümmert. So, wir müssen so langsam Feierabend machen. Hast du kalte Füße? Nee, meine Arme werden lahm. Es regnet überhaupt nicht. Wir haben auch erst 3 Stunden und 2 Minuten gesendet. Also, ne, das... Entschuldigung. Oh Gott. Nein, ist ja alles in Ordnung. Gerhard, kannst du noch? Es ist schon 18 Uhr. Ja, es ist schon 18 Uhr. Geht's noch? Ja, auf mich wird keine Rücksicht genommen. Ne? Du wirkst ganz fidel. Ach, ich wirke ganz fidel. Ja. Müssen wir noch irgendwie was hier... Ganz kurz noch eine Einsteigerfrage. Wo kommen die Einsteigerkurs nächste Woche. Mittelwände hin, wenn man jetzt Futterwaben rausgenommen hat? Und sind das dann zu viele Mittelwände, wenn man jetzt gleichzeitig die Futterwaben raus in Mittelwände rein und oben dann noch den Honigraum mit Mittelwänden aufsetzt? Die Mittelwände, die in den oberen Brutraum kommen, anstelle Futterwaben kommen, eine Mittelwand immer zwischen 2 Brutwaben. Aber nur, wenn das Volk gut entwickelt ist. Also ja. Wenn wir so schöne, die oben schön dick sitzen, wie wir es gerade hatten, dann kann man mitten in die Brut eine Mittelwand reintun. Wenn die nur auf 2-3 Waben oben sitzen, dann würde ich die Mittelwände eher dahin tun, wo man ja die Futterwaben rausgenommen hat, nämlich am Rand. Weil man sonst das Brutnest auseinanderreißt. Und ihr habt bei den kleineren Völkern immer Sorge, dass die frieren. Aber nur bei den Brutnest kleineren, da waren hier noch tausend andere Augen dabei. Also nee, heute, das ist fantastisch. Ne? Also man kann, wenn man einzelne Völker hat, und die Völker sehen unterschiedlich aus, und man muss das machen, was du gerade gesagt hast, kann man das ruhig nutzen. Ich mache es mal bei meinem Volk so und bei dem anderen Volk anders. Kurzer Tipp noch übrigens, das mit Mittelwand rein. Wenn man, das machen wir beim nächsten oder übernächsten Mal, wenn man ja beim ersten Mal Drohnenrahmen schneidet, eine Brutwabe schröpft, dann nimmt man ja meistens die Brutwabe irgendwo oben mittig raus. Und dann hänge ich die dafür eingehängte Mittelwand genau da wieder rein, mitten ins Brutnest,
Und 2 Wochen später kann man genau diese Brutwabe als voll mit verdeckelter Brut neu versehene Wabe erneut schröpfen für den nächsten Ableger. Da brauchen wir gar nicht mehr suchen, weil die neuen Mittelwände bei den Völkern im starken Aufschwung so voll mit Brut gemacht werden, die kann man 2 Wochen später wieder einen Ableger machen. Kisten kaufen. Oder ich will verraten nicht, wo wir hier sind. Hier sind ja genug Kisten. Oha. Ja. So, jetzt können wir so langsam Feierabend machen. Ja, eine letzte Frage an Gerhard. Wie stehen denn die Chancen für die Waldracht dieses Jahr? Ich weiß nicht genau, ob jetzt das Buch gemeint war oder die Waldracht. Also fürs Buch stehen die Chancen schlecht. So, jetzt die andere Waldracht. Da gibt es eine Prognoseformel, die heißt, ein lausiges Frühjahr bringt einen verlausten Sommer. Und ist es jetzt ein lausiges Frühjahr? Das Frühjahr ist lausig. Okay. Ja, wobei wir sind doch hier super früh dran mit der ganzen Vegetation. Aber und so. Nee, trotzdem ist es lausig. Okay. Na gut. Ja, die Bäume sehen das anders als die sind nicht so pingelig. Der Imker. Ja, okay. Also so. Das Frühjahr ist ja, also ich manchmal, wenn ich immer diese Berichte vom Klimawandel höre, dann denke ich, ich bin auf einem anderen Planeten. So, jetzt willst du noch was? Nee. Dann machen wir jetzt mal hier. Alle schöne Osterfeiertage. Warte, auch wenn ihr nur Eier esst. Laura, du bist näher da dran. Schön, dass du mitgekommen bist. Das ist ja mal ein Haufen Zeit hier, so, die wir verplempern, gell? Heute fast 1000 Leute, die hier live zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die hier eingeschaltet haben. Wir freuen uns. Lasst uns gerne noch so einen Daumen nach oben da. Dann freue ich mich immer, wenn ich das dann danach auswerte. Und nein, die Pia freut sich auch. Und der Gerhard. Und Laura. Pia hat gerade schon gesagt, wir müssen demnächst nach Essen Völker sanieren, habe ich jetzt so verstanden. Wir gucken gleich in den Terminkalender. Wir fahren demnächst nach Süddeutschland und besuchen unter anderem den Herrn Dehner und Kisten kaufen. Den Herrn Rieger von Rieger Hoffmann Saatgut. Mhm. Wenn ihr Fragen dazu habt. Und die Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim, Klaus genau. Wallner. Wenn ihr uns Fragen mitschicken wollt, ja, schreibt es hier in die Kommentare, damit wir schon mal eure Fragen kennen, weil wir wissen noch nicht, ob wir alles live machen können, weil Empfang und so ist unklar. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Haben wir alles, ne? Ja, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.